Herzlich willkommen zur 76. Ausgabe des Pechtel-Mechtel-Podcast. Wie immer, am anderen Ende der Welt, über die Funkwellen des Internets angebunden, der Alex und ich bin der Clemens. Und wir heißen euch willkommen an euren Rundfunkempfangsgeräten zu einer, ja, plötzlich wieder neuen Episode, nämlich Episode 76. Sind ein bisschen schneller diesmal. Hoffentlich. Ja, also schneller passt, wieder da. Ja. Ja, das passt. Pegel ein bisschen auf. Okay. Sehr gut. Ja. Es ist heute der 10. November. Halloween ist vorbei. Die Episode kommt wahrscheinlich nicht heute raus. Achso, ja, stimmt. Die Episode kommt am 11.11. Pünktlich um 11:11 Uhr. Um 11:11 Uhr. Muss ich echt schauen, ob ich das schaffe morgen. Das wäre echt cool. Ja. Das wäre pünktlich zum Faschingsbeginn und damit würden euch die Podcast-Faschingsnarren gleich den Tag versüßen. Ja, okay, ob wir es versüßen, ich weiß nicht. Ich bin nicht so gut gelaunt und es ist Freitag und... Ich meine, ich esse gerade einen Keks, also ich esse was Süßes, es passt. Ich habe da Nüsschen. Was hast du denn da für ein Nüsschen? Einen Nuss-Fruchtmix, Walnusskerne, Mandeln, Sultaninen und Cranberries. Ah, die Sultaninen, auf die könnt ihr verzichten. Ich weiß nicht, was haben wir alle gegen Rosinen? Weil ich hasse die Dinger. Wieso? Die sind so grausig. Keine Ahnung, aber ich habe bisher... Weißt du, was an dir das Problem ist? Das sind halt so getrocknete Weintrauben und die werden so extrem süßlich grausig. Das ist ja das Gute. Nein, ich mag... Das ist so eine grausige Süße. Gar nicht. Ich find das gut. Nur ich habe ein Problem. Das ist eine 200 Gramm Packung. Ich habe die... Du isst es zusammen. Ich habe die vor einer Stunde aufgemacht. Knapp. Und da sind jetzt noch, sagen wir, 50 Gramm drin. Naja, aber Nüsse sind ja nicht schlecht. Naja. Aber Kalorien sind Kalorien. Ja, aber Nüsse sind nicht schlecht. Aber Kalorien sind Kalorien. Ist ja wurscht, aber Nüsse sind gut. Aber Kalorien sind Kalorien. Ja, aber trotzdem, du musst ja irgendwas mit guten Inhaltsstoffen essen. Ich weiß, aber Kalorien sind Kalorien. Ob ich jetzt 1000 Kalorien über Nüsse zu mir nehme, oder 1000 Kalorien, indem ich ein Stück Butter esse, mach. Ich glaube, da sind die Nüsse besser. Das getraue ich mich zu wetten jetzt. Die Fette sind definitiv besser. Da kannst du sicher sein. Aber die Energiebilanz ist genauso schlecht. Ich glaube, dass dein Körper die Nüsse viel besser verarbeiten kann. Ja, vielleicht, ja. Aber Details. Gut. Details. Gut. Starten wir gleich in die... Warte mal. In die Sendung. Ja. Dein Video wirkt halt ein bisschen verzögert, aber gut, ist ja egal, oder? Das ist vollkommen wurscht. Ja, jetzt lege ich das Skype-Overlay da her, damit ich die auf dem Hauptmonitor sehe. Ja. Oh je. Es ist aber komisch, die Stimme kommt eigentlich normaler, ja, oder? Ja, jetzt passt das Bild auch wieder. Okay, keine Ahnung. Außer in OBS. Frag nicht, es ist eh wurscht. Gut. Kommen wir zum ersten Thema. Oh, fuck. Moment. Was denn? Was ist unter Windows Steuerung C? Achso, ja, Steuerung C. Okay. Was ist unter Windows Steuerung C? Steuerung Copy C. Wollte ich sagen. Es ist echt
kompletter Fuck-up fürs Muscle Memory, wenn man zwischen macOS und Windows hin und her switcht. Das ist unglaublich. Ja, es ist, ich meine, es geht schon, du musst halt, ja, ist natürlich, ja, Entweder bisschen. drücke Steuerung-Taste mit dem kleinen Finger oder die Command-Taste mit dem Daumen. Das ist schon ein Unterschied bei Steuerung C, Steuerung V. Ja. Vor allem da, wo halt, da, wo die Windows-Taste ist, ist beim Mac die Optionstaste, ist auch oft blöd, weil dann rutscht bei Windows die Ja, Windows-Taste. das Das passiert mal relativ ich sage, häufig. das ist ein Fuck-up. Gut. Kommen wir jetzt zum ersten Thema. Nvidia. Also während sich da die ganzen Tech-Unternehmen wie Google, Apple, Amazon drauf eingeschossen haben, die Leute wieder zurückzuholen, weil sie sich denken, dass Leute im Homeoffice vollkommen unproduktiv sind, macht ausgerechnet Nvidia das Gegenteil davon, sondern ist eigentlich immer noch ganz gechillt und sagt, wer im Homeoffice arbeiten will oder wer hybrid arbeiten will, hat die Möglichkeiten, kann das machen. Ohne Wenn und Aber. Ja, eh, ja, Ich passt. finde das, ich find das bemerkenswert. Vor allem, ich hätte ja eher Apple bisschen fortschrittlicher gesehen. Was heißt Apple? Ich hätte eher Apple, Microsoft und Amazon, eigentlich alle drei großen, ein bisschen fortschrittlicher gesehen in der Richtung. Aber, und gerade Nvidia, von der eigentlich nicht viel halt, dass die da so locker sind. Ich meine, so du kannst, ja, ich weiß. Ich sag vor allem Microsoft, die bieten ja, ihr Kerngeschäft ist ja mittlerweile ja, Ja, ich weiß diese schon. Tools, um Ja. Remote Working zuzulassen. Ich meine, hallo? Wenn die Ja, schon die. den eigenen Mitarbeiter vertrauen, warum sollte ein Unternehmen das kaufen für seine Mitarbeiter? Ja, das ist so, aber die sind schon. Teilweise stinkkonservativ in manche Sachen und seiner teilweise extrem diktatorisch. Ja, das ich weiß nicht, wo man da ansetzen soll, wo das Problem ist für Unternehmer oder Teamleiter. Für mich ist es ein reines Führungsproblem, wenn die ein Problem damit haben, dass ihre Angestellten oder Kollegen im Homeoffice sind. Das ist ein reines Führungsproblem, oder? Weil wenn du deine Leute gut im Griff hast und ein gutes Verhältnis zu ihnen hast, ist es vollkommen egal, wo die sind. Die werden liefern. Die werden auch im Gut, Homeoffice liefern. das Wenn hast du. du aber eine schlechte Führungspersönlichkeit bist, ja, dann wärst du natürlich misstrauisch sein. Gut, das ist aber bei den großen Firmen, die du genannt hast, ist es meistens so, da ist Arbeiten eher nicht so gemütlich. Ich rede nicht davon, dass Arbeiten gemütlich sein soll, aber du kriegst ein Gehalt, man erwartet eine gewisse Leistung von dir. Und wenn der Teamführer, der Projektleiter, der Abteilungsleiter eine gute Mitarbeiterführung hat, werden seine Mitarbeiter das auch liefern, auch wenn sie daheim sind, finde ich. Ich Das ist glaube einfach. also sowas wie das Vertrauensproblem. Ich vertraue meinen Angestellten nicht. Da würde ich eher mal an meine Führungsqualitäten zweifeln, wenn ich schon von Anfang an nicht meinen Angestellten vertraue. Ja, das sind immer so Geschichten. Ich meine, Und das sage bei. ich, das sag ich jetzt als jemand, der absolut nicht gern im Homeoffice ist. Ich bin halt lieber vor Ort. Ja, das, ich meine, es gibt solche und solche. Ich sage aber, ich glaube, dass gerade bei den Firmen, bei Apple ist sicher mitunter ein Problem, was die haben, dass sie Angst haben, dass irgendetwas geleakt wird übers Homeoffice. Ja, gut. Das, ich meine, was ich auch immer übertrieben finde, weil wenn es so, weiß ich nicht, wenn es so beinhart, dass sagst du, ja, bei uns darf nichts ausgehen, etc., geht fix was raus. Ja,
Vor allem, es ist ja jetzt auch nicht so, dass Apple in letzter Zeit irgend so was super Geheimes vorgestellt hat. Es weiß eh jeder, was kommt. Also, weil ob ich jetzt weiß, wie die Apple Vision Pro ausschaut, ja, okay, nett, aber dass sie daran gearbeitet haben, hat jeder gewusst. Ja, genau, stimmt. So ist es. Wo du einfach denkst, ja, Camps, seid ein bisschen locker und fertig, dann geht das, dann hab sicher weniger Probleme. Ja, na eh, also bin ich ganz bei dir. Und ja, Nvidia ist Ja, da. ich meine, du kannst jetzt, ich glaube, was du meinst, du kannst jetzt von den Geschäftspraktiken von Nvidia, was sie mit Kunden und so weiter, was sie halt für Preise verlangen, okay, ist auch Geschichte. Aber rein technisch ist natürlich Nvidia ein Riesenkonzern, der super gute Produkte hat. Natürlich. Das muss ich sagen. Und sie haben einen sehr, sehr guten CEO und Gründer, das muss ich auch sagen. Der ist eigentlich sehr fortschrittlich. Und ja, sieh gescheh. Der sagt halt, ja, arbeite so wie du willst, wie es dir am besten vorkommt. Ich glaub, das ist etwas, was generell in Unternehmen, in kleinen, mittleren und größeren eigentlich für die erstens einmal die Arbeitsatmosphäre spricht, wenn jemand das den Angestellten hinterlässt, wie sie arbeiten wollen. Ja. Ich sehe da andererseits auch für Unternehmen große Vorteile, wenn sie das ihren Angestellten anbieten. Du sparst da mal extrem viel Miete, sehr viel Platz. Ja, das ist ja auch schon das Das nächste ist das nächste eigentlich. Thema. Wenn du jetzt sowas anbieten könnten würdest, wie wer vor Ort sein will, soll vor Ort arbeiten. Wer im Homeoffice sein will, soll im Homeoffice arbeiten. Wer hybrid arbeiten will, also von mir aus, so wie ich es mache, 4 Tage die Woche vor Ort, 1 Tag die Woche im Homeoffice. Man kann ja auch für alle, die im Homeoffice arbeiten, vielleicht ein, zweimal im Monat vorbeikommen, Shared Workspaces zur Verfügung stellen. Man spart sich sehr viel, man spart sich Infrastruktur, man spart sich Miete, man spart sich Heizkosten. Ich glaube, Ja, du die erspart. Ersparnisse, glaube ich, Ich meine, übersteigen das. den möglichen negativen Verlust, weil Verstehe sie das. nicht arbeiten im Homeoffice. Vor allem, das sind halt so kleine Benefits, die du an deinen Mitarbeiter gibst. Verstehe, allein das, wenn du im Homeoffice bist, du brauchst keine halbe Stunde in die Arbeit fahren. Du kannst schon mal die Waschmaschine nebenbei einschalten. Du kannst ein Paket, wenn es kommt, entgegennehmen. Genau. Es sind halt all so Kleinigkeiten, wo halt sagst, ja, das kostet dir als Firma absolut nichts und du machst deinem Mitarbeiter einen Riesengefallen. Ja. Und die Sorge, was da Teamleiter und Vorgesetzte, ja, also Teamleiter, Weil vor Vorgesetzte allem, haben, ist, dass der Angestellte nicht greifbar ist, ja, wenn ihn jetzt genau braucht. Jetzt genau, ich brauche den jetzt genau. dann schreibst halt was. Ja. Dann schreibst halt per Slack, Microsoft Teams oder whatever, schreibst halt, hey, ich brauche das. Ja, genau. Das ist sowieso die angenehmere Variante als anrufen oder kurz im Büro vorbeischauen. Ich meine, und vor allem, was Ich halt auch meine, das ist, weil das mache jetzt. ich sogar bei uns im Büro. Wenn ich von einem Kollegen was brauche, schreibe ich ihm vorher, hast kurz Zeit, bevor ich zu ihm hingehe. Na, du bist das ja sehr höflich, Na, ja. ich will ja keinen stören. Wenn du in deinem Ja. Arbeitsflow bist, willst du nicht gestört werden. Ich erwarte es auch von den anderen, dass sie mir schreiben. Ich meine, ich bin eigentlich durchgehend am Arbeiten. Ich bin versucht durchgehend konzentriert arbeiten. Geht eh nicht bei 8,5 Stunden am Tag. Kannst du nicht durchgehend konzentriert arbeiten, aber ich versuche es halt. Ich schreibe Konzepte, die nicht sonderlich trivial sind. Ich will da jetzt nicht die ganze Zeit gestört werden. Wenn mir da einer kurz eine Ja, ja, Nachricht ja. schreibt und ich sehe da eine Notification und liest die 10 Minuten später und sage, okay, na, treffen wir uns in einer halben Stunde. Das ist für den Arbeitsfluss einfach viel angenehmer. Und was ich halt gern habe, und deswegen bin ich auch gern eh im Büro, ist, man kann viel zwischen Tür und Angel klären, wiederum oder beim Kaffee. Deswegen bin ich einfach Ja, gern da. aber das. Aber jeder, wie er es mag, und wenn einer im Homeoffice, ich sage, ein Entwickler muss nicht im Büro sitzend jederzeit greifbar sein. Der hat seine Tickets und arbeitet die ab und fertig. Ja, Und wenn eine zum Besprechung zu Beispiel. machen ist zu einem Thema, dann setzt man einen Termin an,
und bespricht. Und das kannst du online genauso machen wie vor Ort. Ja, ich glaube, das ist halt so eine Sache der Zeit. Ich glaube, das Stupide im Büro sitzen stirbt ab einer gewissen Generation dann sowieso aus. Ich weiß nicht. Weil irgendwann wird sagen wir so, es erkennt jeder irgendwann den Vorteil, dass du einfach, auch wenn es ein Tag ist, den du Homeoffice hast, du kannst halt schon sehr viel mehr machen. Ja. Na, Vor allem, es ist ja das, wenn ich wirklich was zum Abarbeiten habe, ist ja Homeoffice das Beste, was mir passieren kann. Weil mir geht keiner auf den Sack. Weiß es nicht, wie es bei anderen ist, aber also. ich krieg trotzdem Anrufe, also so ist es ja Ja, nicht. gut, das ist da, okay. Das ist dann, dann ist eh schon wieder wurscht. Aber zumindest, wenn du jetzt sagst, das wäre nicht der Fall und du kannst in Ruhe einfach einen Tag arbeiten, dann kannst du halt alles abarbeiten, was ansteht. Ja, das stimmt. Ja, aber du, es ist halt eine Geschmackssache. Ich meine, ich kenne manche Leute, die mögen es gar nicht. Aber allein, ich stelle mir ja den Arbeitsweg schon mühsamst vor. Dauernd. Ja. Aber ja, cool. Also von dem her. Ja, also ich bin jetzt nicht einmal überrascht, dass Nvidia das so handhabt. Ja, für mich ist Nvidia halt immer noch das. Was ist Das das? ultimative Böse. Nicht das ultimative Böse, aber. Was ist denn da los? Na, da Audacity. Tja, schon wieder. Audacity macht bei mir beim Recording. Hupft er mit dem Input-Volume auf und ab. Es ist ja wurscht, das ist ja eine Ja, okay. Ja, Backup-Lösung. ja. Was ist Audacity ja nicht? Mit dem mache ich ja. Es hat das jetzt diese Backup-Lösung, oder? Audacity ist die Tonspur für einen Podcast. Ist das nicht in Skype direkt mit OBS? Na, die Spur nehme ich nicht, weil ich will ja da saubere Spur ohne Internetgekrispel drin. Ah, okay, also ist OBS das Backup. OBS ist Backup für einen Podcast, falls bei der Ah. Audiospur vom Podcast was in die Hose geht. Ah, okay, Nein, so haben wir die das gemacht. Audacity-Spur ist immer die saubere Spur. Ah, ich Ja. verstehe. Ah, deshalb schicke ich dir die immer. Ja, Okay, jetzt verstehe ich's. Gut. genau. Ah, so machen wir das. Ja, gut, aber Okay, okay. ich glaub, das, ja, ich glaube, das wird schon passen. Recording Level ist jetzt wieder da oben, dann ist Recording Level wieder unten. Ich glaube, das ist. Jetzt bin ich wieder laut. Okay, ja, gut. Keine Ahnung. Es ist Leben einfach Ich damit. weiß nicht. Auf Phonik wird man das schon richten. Ja, Gut. schauen wir mal. Ja, ich habe eine Kleinigkeit. Also Microsoft hat jetzt endlich Paint einmal upgegradet. Und Paint hat jetzt ein paar Funktionen wie Layers kriegt, also so wie man es von Vektorgrafiken kennt. Und du kannst jetzt im Hintergrund natürlich mit AI entfernen und so ein paar kleine Spielereien, was sonst im Photoshop auch drinnen sein, gibt es jetzt im Paint endlich auch. Finde ich aber gar nicht schlecht, weil es reicht teilweise vollkommen aus. Ja, eh, möglicherweise eh. Aber Also ich habe das jetzt nicht ausprobiert, du könntest es mal irgendwann will ich ausprobieren, nicht, wenn na. auf deinem Na, Windows. will ich nicht. Ah. Absolut Ja. nicht. Das war irgendwann einmal da das, was man da auf den GIF sieht, das war irgendwann einmal ein Microsoft-Hintergrund, oder? Das komische Mandel da. Das Mandel habe ich noch nie gesehen. Wohl, das Nur kommt die mir so Landschaft, bekannt die ist vor. von Windows XP. Ja, aber auch das Mandel da, oder? Mit die Federn. Das sagt mir gar nichts. Echt nicht? Na, also das. Mir kommt der so bekannt vor.
Keine Ahnung. Nö, sag mir gar nichts. Also, wenn ihr jetzt sowas, also wenn irgendeiner sowas einmal gebraucht hat, es ist jetzt im Paint auch drinnen. Cool. Nicht schlecht. Also, es geht jetzt endlich. Dann habe ich auch eine Kleinigkeit. Ui. Ui, eine SSD. Ja, mein Ma, ich muss mir echt einmal ein Mac-Layout auf die Windows-Tastatur legen. Das geht nicht anders. Das ist übel. Ich glaube, das kannst du sparen. Ja, ich fürchte da. Western Digital hat ziemliche Probleme mit ihren SSDs. Mit plötzlichen Ausfällen. Du meinst Western, die, Western Digital. aber ist, aber da ist ja SanDisk da drin Ja, gehört im zu, Bild. ja, gehört zu Western Digital. Kehrt SanDisk echt Western Yep. Digital? Das habe ich gar nicht Voll. gewusst. Die Ah, haben okay. sich das vor einigen Jahren mal einverleibt. Ah, okay. Und die Western Digital sowie die SSDs, die externen, haben ein kleines Problem, nämlich sie werden plötzlich kaputt. Ist das jetzt, betrifft es nur SanDisk oder Western Digital selber? Die SSDs von SanDisk und Western Digital. SanDisk hat SSDs, Okay. Western Digital vertreibt auch SSDs Ja, ja. unter Western Digital Namen. Und da sind die externen ziemlich kaputt. Nämlich die versorgen Dienst und zwar, na gut, bei einer SSD, ein SSD versorgt den Dienst generell plötzlich, nicht so wie ein. Wie eine drehende Magnetscheibe, die, keine Ahnung, rödeln und laut wird und keine Ahnung, was für eine merkwürdigen Kinderkrankheiten im Betrieb kriegen kann. Aber bei so einer SSD, die können ja relativ plötzlich auch kaputt werden. Nur prinzipiell dauert es eine Weile, bis einmal da was wirklich so kaputt ist. Nicht so bei Western Digital und SanDisk, nämlich die werden plötzlich kaputt. Und zwar unabhängig von der Laufzeit. Nach einer Woche, noch einen Monat, noch 6 Monaten da Nutzung oder noch 2 Backups. Das klingt praktisch. Und sie haben es nicht so mit dem, wie sagt man da, Notfall, mit dem Krisenmanagement. Da haben jetzt mehrere Firmware-Updates außen gebracht, die eigentlich alle zusammen nichts gebracht haben. Und Gut, das hilft da ja eh schon nichts mehr. Wenn die SSD einmal tot ist, hilft dir das Firmware-Update da nichts mehr. naja, aber ein auf funktionierende kannst du updaten, damit sie nicht kaputt wird. Ist Ja, halt okay, da kannst du gleich wegschmeißen. blöd, wenn sie dann trotzdem kaputt wird. Und zum Krisenmanagement gehört halt auch noch dazu, dass Western Digital die Sache eigentlich nicht großartig kommentiert. Und Ja, ja, gut, und das. nichts dazu, nichts dagegen unternimmt. Ja, du kannst ja neue kaufen. Natürlich. Ich weiß, Deshalb ich sage ich kaufe einfach. keine von US. SanDisk habe ich Empfehle ich wohl Sams. im Einsatz, aber. Deshalb empfehle ich eigentlich Samsung externe SSDs. Ja, ich muss sagen, ich habe sonst immer SanDisk. Also, ich mache ja das anders. Ich kaufe mir ein externes Gehäuse, ein Das kann man auch machen. Leergehäuse und tue eine SSD eine. Ich kaufe keine fix fertigen mehr. Da habe ich viel zu oft schon Probleme gehabt bei so No-Name-Herstellern, die Ja, ich empfehle einfach diese, wenn kauf wirklich diese T7-Festplatte von Samsung, die ist super, so, das ist wirklich das hervorragend. also was ich mache. Super klein, super kompakt, kostet nicht viel, aber die Gehäuse, ja, die haben, die sind sogar teilweise, kriegst du sogar, dass sie Kühlung haben. Ja, nicht nur das, kriegst du. Ich kaufe sonst immer. Vor allem, du kannst schon ein Gehäuse kaufen, wo M2 SSD Genau, reinkriegst. ja. Aber wenn ich jetzt so, wenn ich Da jetzt ist so halt. klassische kaufe, dann ist es sowas wie das Ugreen oder sogar die Amazon Basic. Die haben nur, es ist nur so
Wärmeleitpad dabei, was die Temperatur ein bisschen abbringt, was natürlich jetzt bei einem Plastikgehäuse nicht die Welt bringt. Allerdings, das Teil kostet 14 Euro, ich haue SSD nach Wahl eine und wenn die kaputt ist, kann ich es austauschen und das Gehäuse trotzdem weiterverwenden. Ja, das kannst Und das ist so mein Ansatz, weil ich habe einmal sowas in die Richtung gehabt, von Western Digital, du kriegst das Gehäuse nicht einmal auf, ohne dass es zerstörst. Also Ja, das ist, na, also wenn die wirklich, ich glaube, das ist so wahr, wenn jetzt die Samsung T7 kaufst, die kriegst du auch nicht ja, auf. eben. Also die ist dann fix Ja. verschlossen. Und was ich auch sehr Und empfehlen kann, ist, ich weiß jetzt nicht, ob es die Marke ist, aber sowas in die Richtung. Ich glaube, das war sowas. Das war, ist ein Metallgehäuse, also da kannst du wirklich auch die Wärme ordentlich abführen. ich würde das Einzige, was halt schauen solltest, wenn du sowas kaufst, dass der Anschluss auch die Geschwindigkeit dann zur SSD wieder sozusagen verwenden kann. Weil Was wenn das ein. ich empfehlen würde, nichts mehr mit so einem USB-A-Anschluss, sondern ein Ja, USB-C USB-C. mit USB 3.2. Ja, oder Thunderbolt sogar. Ja, Wenn man es hat. damit du die Geschwindigkeit Richtig, weil wenn du das mit nutzen USB kannst. 2.0 kaufst, bringt die SSD drin eigentlich nichts. Ja, genau. So ist in die Richtung, Ich ja. glaube sogar 3.0 ist zu langsam, oder? 3.0 ist zu langsam, ja. Ja, also wenn brauchst 3.1. Ja, 3.1, 3.2, so ist in der Richtung. Ja, also dann Oder passt schon. sonst klar Thunderbolt, ja. Ist nicht, wenn du den Anschluss hast, wenn du ihn hast, ja, ist Thunderbolt sicher, ist noch besser. So ist, ja, genau. So ist die U-Green, genau, die hat dann Thunderbolt. Ach so, aber Thunderbolt nur an der SSD. Ja, das ist auch wieder so Dings, ja. Ja, da musst du auch Du wieder musst aufpassen. Das ist. schauen, dass du da. Du musst wahrscheinlich extra ein Kabel kaufen, also ein Thunderbolt-Kabel. Das könnte passieren. Oder haben sie da Genau, eins? Na, ja. das dürfte Das passen. dürfte hinkommen, ja. 3.1 Gen 2. Ja, das ist aber, ich glaube, das ist okay. 10 Gigabit. Ja, Ja, ist das okay. reicht, weil die SATA 2 Schnittstelle selber ja nur 6 liefert. Okay, das ist okay. Ja, warte mal, also die von Samsung hat eben 1050 MB lesen und 1000 MB pro Sekunde Ja, schreiben. dann bist du auf die 10 Gigabit, ja. Ja, also das ist auch nicht schneller. Genau. Und das ist dann okay, das reicht dann. Gut. Ja, also das ist So ja, also gut zu unsere wissen. Einkaufstipps, ja. Und wenn ihr Fragen habt, fragt's einfach. Kauft es bei Amazon irgendeine. Ja. Am besten als SanDisk oder Western Digital. Ein Spiel mit dem, wer Spiel mit dem Feuer liebt. Ja, kauft es. Deswegen ist der Wasch nie, wann das ihn ist. Genau. Ja, gut, ich hab, ich weiß nicht, ich hoffe, das haben wir jetzt noch nicht gehabt, weil das ist jetzt schon, der Artikel ist fast ein Monat alt. Citroën bringt den EC3 raus. Den E, ja, das E ist mir unbekannt, wie ich das aussprechen soll. Den EC3. Ich glaube, das ist nicht einmal ein echter Buchstabe. Oder wohl bei Citroën ist es auch ein Buchstabe. Der Citroën ist vielleicht das EC3. Tja, das ist der Begriff für Diarrhoe. Die Diuresis, der E-Diuresis ist a letter in the Albanian, Kashubian, Emilian, Romagnol, Ladin and Lenape Alphabet. Okay. Im Französischen sagt man dazu, gibt es so eine Lautsprache dabei. French. 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 Appears in the word like French. Noël, like in Deutsch. Noël is pronounced Noël, whilst Noël would be pronounced Noël. Nö. Was? Das ist Ja, wurscht. ja. Okay, na, sind wir keine Franzosen. Okay. Ja, die haben ein Auto rausgebracht. ja, und zwar
Das Auto hat zwar Einschränkungen, hat aber dafür einen Preis unter 25.000 Euro. Es hat keinen super starken Motor. Es fährt unter Anführungszeichen nur 135 km/h. Das reicht für Österreich. Mehr als dick. Und du hast halt im Einstiegsmodell einen Akku, mit dem du 200 Kilometer weit kommst. Im Größeren dann 320 Kilometer. Ist ein Stadtauto. Ja, und genau das wollen wir ja nicht haben. Naja, kommt drauf an, es wird für die meisten Leute wahrscheinlich mehr als ausreichend sein. Ja, eh. Eh, Also wenn wenn du man jetzt unbedingt ein sagst, Auto in der Stadt haben will. naja, wenn du jetzt zum Beispiel Beinhard sagen würdest, du würdest das Auto nur nutzen, um von dir in die Arbeit zu kommen, würde es ausreichen. Ja, sogar für mich, ja. Müsstest du wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel du Kilometer fährst. Aber ich würde dann, wenn, das größere Modell nehmen, weil sonst, also das mit der größeren Reichweite, sonst musst du eigentlich jeden zweiten Tag Nee, anstecken, ja. ich weiß nicht, wie weit du fahren musst, wie viel eine Strecke bei dir hat. 25 Uhr Richtung. Also 50, das heißt, ja, du kannst, ja, sagen wir so, nicht ganz die Woche drüber. Ja, eben, genau das ist es, ja. Und Nicht ganz. dann hast du noch Also, einen Berg dazwischen und dann machst du nachher ja, vielleicht okay. noch, also ihr am Isersberg dazwischen, dann hast du noch Also im vielleicht noch, Idealfall, machst ja, im Idealfall könntest du es beim Arbeitgeber ein laden. Einkauf, ja. Deswegen sage ich ja, der mit der größeren Reichweite. Und was heißt, eher schwach ausgestattet von der. Er hat 113 PS, ist vollkommen ausreichend. Also, Ich weiß es auch nicht, warum das so betont wird, aber anscheinend ist das, mir kommt jetzt immer auch gedacht, weil die meisten Kleinwagen haben nicht so viel PS. es ist halt bei der Rekuperation, es ist halt eben nicht so effizient, wenn du bergab fährst mit dem Zurückladen vom Akku. Je Ja, kleiner der Motor, desto weniger holst du ja beim ja, Rollen Leistung zurück. aber, Deswegen sage ich, aber. ist die Variante mit der größeren Reichweite wäre für mich dann theoretisch interessanter. Ja, eh, aber ich muss immer zeigen, doch, also, was da die Motorleistung betrifft, dass ich da jetzt sage, also der ist schwach, Ich na, ist ja hab jetzt wurscht. 100 PS und das ist vollkommen ausreichend. Und Ja, eh, schneller wie also. 135 würde ich, traue ich mir mit meinem Auto eh nicht mehr fahren. Ja, vor allem, Wäre auch jetzt okay. erzähl mal im Ernst, wo fährst du schneller als 135? Nirgends auf deutschen Autobahnen nicht einmal. Weil ich mag das Ja, nicht. Mir ist das zu das stressig. mag kein Mensch. Das mag kein Mensch. Also, Da das. werden dir die Deutschen was anderes sagen. Ja, wie schon gesagt, ist anderes Thema, aber also, wo ich sagen muss, es war wahrscheinlich sogar wurscht, wenn der 120 km/h fahren würde. Also, ich mag, also da denke ich mal, also eigentlich hat er keine Einschränkung in dem Sinn. Ja, na ey, also ich find das klingt noch einen grundsoliden und fast schon vernünftigen Auto. Ja, im Verhältnis, also der schaut sicher innen auch sehr Citroën-mäßig aus und ist total basic. Ja, schaut aus wie ein Citroën, ja. Ja, weiß nicht, wie das aus Citroën ausschaut, Ja, ist genau so. Genau ich so. finde das angenehm bieder und aufgeräumt. Ja, ist genau so, schaut ein Citroën Ja, innen aus, ja. angenehm. Und wo du da sicher sein kannst, weil das ist komischerweise bei französischen Automarken immer die Sitze sind super bequem. Bequem, die sind bequem. Ah, wieso Ja, kann ich den immer. Ton nicht Die sind ausmachen? immer bequem. Die haben komischerweise die schaffen es, die bequemsten Sitze zu bauen. Interessant. Echt? Ja, ich weiß nicht, was das ist. Ich bin einmal in so einem Citroën drin gesessen und die haben da irgendeinen neuen Sitz vorgestellt. Der war so gemütlich, das war wie ein Wohnzimmersessel. Ja, bequeme Sitze ist, ja, schaut aus wie, ja, schaut angenehm bieder aus. Ja, die bauen so an, das ist so. Ja, 320 Kilometer Reichweite, mal, es wird jetzt nicht reichen, um nach Klagenfurt zum IKEA zu fahren und wieder auffahren, aber Beim IKEA kannst du laden. ja, stimmt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß nicht, wie es da in Kärnten ist, so schön. Das ist ein Kärnten enger. hat nicht so ein schlechtes Ladenetz. Echt nicht?
Die haben sogar, der ist sogar Tesla Supercharger in Griefen. Ja, in Villachhundert. Ja, genau, ja. Nein, in Griefen. Ist das nicht das Gleiche? Nein, Griefen ist noch, ist weit noch Villach. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kenne mich doch nicht aus. Ja, stimmt. Okay, Villach ist da, Griffen ist. Ah, noch Klagenfurt, okay. Nachklag, ja. Ah. Also Kärnten ist nicht so schlecht ausgebaut, was das angeht. Also und also auch wenn in Kärnten vieles eher seltsam ist, aber das funktioniert anscheinend. Erlauben, Ja, das kannst du in du musst einen anderen Browser nehmen. nein, geht schon. Jetzt geht's. Weil das ist bei Brave witzig, das hat oft Probleme mit Cookie-Banner. Ah, okay, ja. Na, ist ja okay. Siehst du, weil Wow. da sind 25 in Kärnten. Ja, in Unterkärnten sind es 25 und Ja. nachher sind es da 3, 2, 7, 10, 2, 13, 2. Okay. Nein, also das ist nicht so Und das schlecht selbst das ausgebaut. Matrix, also das ist ja jetzt einer von den Anbietern. Okay, ja, cool. Meine, ja. Nice. Dann hat die Kellag noch welche. Nein. Und dann gibt es noch was. Also, das Kärnten ist da echt nicht schlecht. Immerhin. Puh, hätte man nicht gedacht. Also, von denen her, aber ich glaube, du hast mir die Woche einmal einen Podcast geschickt, wo da eh einer so was Ähnliches, was ich ja schon immer gesagt habe, beschrieben hat. Ja. Das Elektroauto, was du jetzt kaufst, wird halt in 2, 3 Jahren uralt sein. Ja, eh. Ist die Frage, ja. Ich kann wahrscheinlich nicht mehr so lange warten von dem her. Gut, weil mein Auto ist Na, halt dem Tode nah. Ah, dem apropos, Tode und die nah. Batterie. Okay, muss mal. Ja. Die Batterie ist also im Tod. Na, die hat sich Tiefen entleert. Ja, gut, da kannst du ja neue holen. Na, ich muss nur das Auto starten. Ach so. Egal. Ich hab einen Stromverbraucher aktiv gelassen. Ist Radio. Na, ist Licht. Ja, das ist, das habe ich auch einmal gehabt. Bei mir ist einmal das Navigationssystem hängen geblieben beim Ausschalten. Oh. Das braucht dann komischerweise über Nacht auch Strom. Ja. Das ist ganz komisch, das Zeug. Ich habe noch was Cooles aus der Wissenschaft. Nämlich, Forscher haben ein Implantat entwickelt fürs Rückenmark. Jetzt werde ich da mal schauen, dass ich Ja. das ein bisschen größer machen kann. Ein Implantat fürs Rückenmark, das Parkinson-Patienten erlaubt, wieder flüssig und nahezu uneingeschränkt zu gehen. Ja. Und das ist so eine Art neuronaler Schrittmacher, der mit gezielten Impulsen dem Nervensystem sagt, was lang geht. Und Ja, das das ist finde ich cool. ziemlich, ziemlich cool. Ich hab die ist Paper dazu verlinkt. Das muss man halt dafür zahlen. Aber wen es interessiert, der kann sich das aus dunkleren Quellen auch besorgen und einmal durchlesen. Du glaube ich, kannst ja ganz was Simples machen. Du kannst da einfach einen von diesen Damen oder Herren aussuchen, denen eine E-Mail schreiben, ob sie es da schicken. Sie werden es da schicken. Ja. Das kannst du auch machen. Oder du nutzt Sci-Hub. Du kannst das anmachen, aber du kannst es ja ganz legal Ja, ich weiß ja. holen, indem du die anschreibst und fragst, ob sie so freundlich sein, da das schicken, weil du das so spannend Ja, findest. und das machen die meistens sogar, weil das sind Wissenschaftler und keine Abzocker, Ja, so wie das Nature-Magazin. vor allem die verdienen nichts an dem Ja, Ding. genau. Ja, jedenfalls haben sie das getestet bei einem 62-jährigen Patienten und die Ergebnisse sind sehr, sehr
positiv und man hofft, dass man jetzt damit, jetzt wird es natürlich noch länger evaluiert und getestet, ist ja ein medizinisches Produkt. Aber es ist etwas, was dann gegebenenfalls irgendwann am Markt verfügbar sein wird für ja, Parkinson-Erkrankte. Ich finde es ziemlich cool, ja. Das ist das cool, war ja. Nur kurz, aber damit wir mal was Positives haben. Das ist gut, das gefällt mir. Oi. Das gefällt mir. Tauben. Ja, Also, dazu kurz ein Wort von unserem Sponsor, taubando24.at. Ja. Bringt eure Nachrichten dorthin, wo sie hin sollen. Werbung Ende. Ja, dorthin, wo sie hergekommen sind. Na, du musst wahrscheinlich sagen, dorthin, wo sie hergekommen sind. Genau, stimmt. Weil eine Taube fliegt halt immer dahin. Ja. Was eigentlich da die Sache ist, dass Tauben lernen eigentlich gleich wie eine KI. Das heißt, Menschen suchen immer Regeln in etwas und Tauben und KIs machen Trial and Error. Und das noch Brute Force Methode. Ja. Sie machen es einfach, bis es klappt. Sie lernen dazu, so hat es nicht funktioniert, also mache ich es anders. Probieren so lange, bis es funktioniert. Ja. Sie probieren so lange, bis es geht. Ja. Genau wie maschinelles Lernen, ja. Ja, sie verringern einfach jedes Mal die Fehlerquote. Und Tauben machen das genau gleich. Also ein Spatzenhirn ist jetzt nichts anderes wie eine KI. Also Tauben. Ich meine, Tauben seien nicht blöd. Also das muss man dazu sagen. Tauben seien alles noch nicht blöd. Und vor allem, die passen sich extrem gut an. Ja, okay. Also Tauben, ich meine, du musst denken, der Vogel überlebt in Großstädte. Ja. Eigentlich ist das für den Vogel, was tut der Vogel in einer Großstadt? Nix. Cool. Also das ist sozusagen, das sind Tauben. Okay, cool. Nicht schlecht. Mhm. Dann habe ich immer wieder was Negatives. Das. Ja, ausnahmsweise mal was Negatives. Frisch aus der heutigen IT-Tech-Presse. Nämlich, Microsoft bringt jetzt für Windows einen neuen Mail-Client aus. Es gibt in Windows ja den Mail-Client. Der heißt, glaube ich, sogar Mail. Der heißt Mail. Wird sich ändern. In Zukunft heißt der Outlook. Natürlich. Und da macht Microsoft was ganz Merkwürdiges. Nämlich wie beim Mail-Client am Handy, außer du verwendest sowas wie Gmail, da ist es, glaube ich, alles ein bisschen anders. Aber wenn du jetzt einen Mail-Client am Handy hast, so wie bei Apple das Mail, oder du hast einen klassischen Outlook oder Thunderbird oder was auch immer, hinterlegst du deine Zugangsdaten im Programm. Du gibst ein, wo ist dein Server, was ist die Anmeldeadresse, was ist die SMTP-Adresse und Benutzernamen und Passwort. Was da witzig ist, das ist mir schon bei vielen von den Clients mittlerweile aufgefallen, die checken anhand von deiner Ding, von deiner Domain oder von deinem Handle, wo das Zeug liegt und füllen den Rest automatisch ein. Das ist ja okay. Wenn ich in Thunderbird ein E-Mail-Konto konfiguriere und Thunderbird fragt mich, was ist denn jetzt deine E-Mail-Adresse und meine E-Mail-Adresse ist ein Gmail, dass er da gleich die korrekten Serverdateneindruck ist okay für mich. Bei der Gmail schon, aber was mich auch wundert, das macht er auch mittlerweile bei so, wenn der weiß, dein Domain liegt beim Hetzen. Ja, ist ja okay. Das ist ja nur eine Datenbank, wo ja, hinterlegt ist. Also das, Und dein Mail-Server ist ja auch im DNS-Record, glaube ich, auch hinterlegt. Das heißt, den können sie eher einfach außerholen von deinem Domain-Handle. Das ist ja wurscht. Was Microsoft da jetzt allerdings macht, normalerweise ist dein Mail-Client am Desktop oder am Notebook oder am Handy oder am Tablet so, dass der sich
mit dem Server authentifiziert und dein Client lokal holt sich die Mails von deinem Hetzner oder Host Europe oder Gmail direkt ab. Ja. Microsoft macht bei dem Outlook einen interessanten Stunt, der absolut sinnlos ist. Und ich verstehe nicht wieso, sondern Microsoft übertragt deine kompletten Zugangsdaten, E-Mail, Passwort, natürlich verschlüsselt, aber er übertragt sie trotzdem, E-Mail, Passwort, Server, Zugangsdaten in die Cloud. Du hast deine E-Mails beim Hetzner, aber Microsoft holt sich deine Hetzner-E-Mails zuerst in die Microsoft Cloud und liefert sie dann an den Client aus. Das heißt, die E-Mails werden irgendwo außerhalb deines Bereichs, auf den du physisch oder technisch zugreifen kannst, abgeholt und nachher nur noch zum Client geschickt zum Anzeigen. Quasi ein Remote Desktop für E-Mails. Das ist gescheit von Microsoft. Ich versteh's nicht. Erstens, warum? Microsoft kann theoretisch damit deine E-Mails lesen und liefert sie dann auch noch aus. Weil die umgehen ja damit quasi die Verschlüsselung, weil es wird ja bei ihnen entschlüsselt. Und sie schicken sie dir nur noch zum Anzeigen. Ich meine, Microsoft hat ja irgend so ein komisches Tool vorher schon gehabt, worüber du quasi deine E-Mails, wie hat das geheißen, das blöde Zeug? Dass du quasi, wenn du irgendwann deinen Provider für deine Domain wechselst, dass die E-Mails eins zu eins mitgehen. Ich weiß aber nicht, wie der Scheiß geheißen hat mehr. War das, glaube ich, hat sogar Remote irgendwas geheißen. Ist ja wurscht. Ja, aber... Wahrscheinlich drucken sie das jetzt einfach alle aufs Auge, weil das soll jetzt jeder so haben. Naja, aber... Ja, Datenschutz war Microsoft schon immer wurscht gewesen. Deswegen finde ich, für was verwende ich dann ja nachher noch eine lokale Applikation, wenn meine E-Mails eh schon in der Cloud quasi gelesen werden und das Outlook im Endeffekt nichts anderes ist als ein Browser, der einfach nur noch einen Inhalt ausgibt. Ich sage das eh ganz simpel, ich empfehle jeden, nutz Mozilla Thunderbird. Es ist wesentlich komfortabler, es ist wesentlich simpler, es gibt super Plugins dafür. Ja. Es funktioniert einwandfrei. Es schaut jetzt zwar vielleicht nicht so super toll aus wie das neue Microsoft Outlook, aber es erfüllt seinen Zweck und es funktioniert. Ja. Also ich würde nie, wenn du jetzt nicht musst, weil das Firmen vorgeschrieben ist, ich würde nie freiwillig Outlook verwenden. Also nicht diesen billigen Outlook, den sicher nicht, mal einen klassischen Unternehmens-Outlook. Es wird der andere nicht besser, der wird nicht besser sein, denke ich mal. Sprechen noch an die ID-Konventionen der einzelnen Unternehmen dagegen, wobei das ja in meinem Fall ziemlich Blunzen ist, wo man sowieso Exchange verwenden. Also da ist es ja eh schon Microsoft. Ja, das habe ich gemeint, Microsoft Exchange. Exchange ist ja ihr quasi ihr Business-Dings, wo ja E-Mails ohnehin ja schon drüber laufen. Das ist ja... Genau. Das ist ja quasi ein E-Mail-Provider im weiteren Sinne. Ja. Genau. So gesehen, ja. Aber läuft halt auch über sie. Das schon, aber da weißt du, was du... Du kaufst und zahlst den Dienst ja dafür, dass es über sie läuft. Ja, genau. Ja. Das Exchange... auch aus der Hölle kommt, darüber brauchen wir nicht reden. Es ist ein vollkommen krudes, zusammengeflicktes Protokoll. Es ist prinzipiell eine Katastrophe und hat Lücken ohne Ende, aber in dem Fall... Ich sag's eh immer, wie es ist. Ich würde am liebsten einfach gleich meine Gmail-Adresse verwenden, weil die haben sowieso eh schon alles von mir. Das ist am einfachsten. Das wird mir mein Leben so viel einfacher machen. In dem Fall ist es halt so, du hast, also du gehst jetzt davon aus, keine Ahnung, du hast dein
dein E-Mail-Provider des geringsten Misstrauens. Keine Ahnung, du hostest deine E-Mails direkt bei Hetzner, weil du da denkst, du willst nicht, dass irgendeine KI drüber schaut, dass Werbesoftware deine Inhalte analysiert. Du hast einen Account, ein E-Mail, eine Domain und einen E-Mail-Account bei Hetzner und du zahlst dafür monatlich. Das ist ja so, du zahlst dafür. Du zahlst dafür, dass Corner einen Scheiß macht. Jetzt hast du das, verwendest diesen komischen neuen Outlook und gibst die ganze Sache dir an Microsoft ab damit. Ja, gut. Es ist eh wurscht, die haben es eh schon, aber ich verstehe, was du meinst. Ich sage immer wieder, wenn du die Wahl hast, also bei einer Firma hast du keine Wahl meistens, das ist Outlook, das ist einbetoniert. Aber sonst nutz nicht Outlook, das ist das schlimmste Ding, was je erfunden Outlook worden ist. Du musst prinzipiell nur dann nutzen, wenn, also nicht nur, du musst es nicht nutzen, wenn du Exchange hast, du kannst ja auch Thunderbird mit Exchange verwenden. Aber der Vorteil, ich persönlich sehe halt einen Vorteil von Outlook darin, in der kompletten Interoperabilität mit Kalender und so weiter. Du kannst ja jetzt ein Outlook zum mit Beispiel, Plugins eine ja, kannst du in Thunderbird, aber ist halt dann wieder Frickelei. Und ich bin halt einer, der einfach gern Sachen hat, die funktionieren. Und mir ist es wurscht, weil ich zahle ja nicht für das Exchange-Zeug. Mittlerweile hat es ein Thunderbird hat den Kalender mittlerweile auch standardmäßig integriert. Allerdings finde ich, sie haben ihn schöner integriert als Outlook. Ja, das ist ja auch ein anderes Thema, ja. Und das ist so ein Talent, das halt Microsoft hat. Sie kennen so Apps so komplett zuklatscht, dann mit viel Blödsinn. Das stimmt. Und Outlook ist für mich genau das ein Ding, was alles kennen soll und die voll erschlag. Ja. Das mag ich zum Beispiel beim Apple-Ansatz lieber. Es ist Mail und der Kalender ist Kalender. So sehe ich es Obwohl ich sagen muss, Mail ist sehr rudimentär und hat das und ist in der Hinsicht wieder scheiße. Mail für mich privat vollkommen ausreichend und ist privat nix, ist ausreichend. Wo ich irgendeine Wünsche hätte bei Mail. Ich bin vollkommen zufrieden damit. Sagen wir so, es hat relativ lang gebraucht, bis sie später Senden eingeführt haben. Ja, gut, das stimmt. Aber ist jetzt auch nichts, was ich privat oft verwenden würde. Ja, und eine Sache, die sie auch erst später nachgereicht haben, dass eine E-Mail, die du sendest, erst 1 oder 2 Minuten später versendet wird, weil dann hast du nochmal die Möglichkeit, sie zu korrigieren, falls du was vergisst. Schimpfwörter auslöschen zum Beispiel. Genau, Schimpfwörter auslöschen, den Anhang, den du dazu hättest tun sollen, der ist dann auch noch weg. Ja. Oder den Anhang dazu tun, den du eh vergessen hast. Der Klassiker. Also so eine Kleinigkeiten seien dann behoben, aber ich verwende Thunderbird, wenn die Wahl hast. Bei Anhänge, die ich vergesse, habe ich mittlerweile einen Spruch, weil mir passiert das nämlich oft, dass ich E-Mails verschicke und den Anhang vergesse, irgendeine Dokumentation, Konzept oder irgendwas. Und da ist mein Standardspruch, den ich einfach noch einen kommentarlos mit Anhang nachschicke, ist Attachments are more fun if they are attached. Ja, und das ist bei Thunderbird zum Beispiel auch super. Der erkennt nämlich automatisch, wenn du schreibst im Anhang oder enclosed, da sagt er da gehört ja ein Anhang dazu, oder? Stimmt. Das ist super nett gemacht nämlich. Mhm. Ja. Und das weiß ich nicht, warum das die anderen nicht schaffen. Und vor allem Microsoft, weil sie so sagen, KI ist überall drin bei uns. Aber das geht dann wieder nicht. Ja, die hätten ein paar Fenstern bleiben sollen in Redmond. Das war einfach gewesen. Doppelglas, doppelt verglast, dreifach verglast. Ja, das kennen sie. Aber weil du davor schon Nvidia gehabt hast, du kannst jetzt auch auf der Amazon Cloud sozusagen die 9 Nvidia GPUs, also diese richtig KI-Anwendungen, also den H100 Tensor Chip, kannst du jetzt auch mieten darauf. Also wenn du so kurzfristige Projekte hast, kannst du so für 14 Tage mieten und das halt für eine Woche.
dass du das Zeug nicht kaufen musst. Ja. Allerdings, ich möchte nicht wissen, was die 14 da kosten. Ich wollte gerade schauen. Wenn du es so schnell findest, bei seinem bist du gut. Was kostet denn die Minute? Da steht irgendwas Amazon Pricing Page. On Demand, ja. Ach, mein Gott. Naja, und da kann ich jetzt wiederum den nicht auswählen. Ah ja, Preise bei denen zu ermitteln ist immer nett. Dann haben sie ja noch Preise pro Region. Ja, okay, es wäre teuer. Es wird teuer. Ja, es muss teuer sein, sonst würden wir die Preise nicht so verstecken. Ja, das ist bei AWS. Ich glaube, da kannst du, wenn du das rausfindest. Ein Tag 2300 Dollar. So günstig. Das ist ja gar nicht teuer, wenn du bedenkst, was der Chip kostet. Naja, aber puh. Naja, wenn du denkst, wenn du den kaufen musst, der wird teuer. Also zumindest steht's da, also ich. Er wird uns schon richtig ausgerechnet haben. Ja, also. Cool. Ja, okay, auch nicht Ja, schlecht, ja. also wenn da mal langweilig ist, kannst du noch mal für so 5 Minuten. Mieten. Ja. Ich brauche wahrscheinlich zuerst einmal. Du musst zuerst einmal die 3 Tage einarbeiten, bis du bestellen kannst, aber. Ja, und dann muss ich glaube nicht, dass ich in einer Stunde oder in 5 Minuten alles skriptmäßig zusammen habe, dass das nachher auch funktioniert und läuft. Nein, ich glaube, du wärst schon noch für einen Tag zahlen. Ja, genau. Und dann denken, hoppala. Gut, dann habe ich noch. Naja, ah wieder Microsoft. Oh, heute haben wir Microsoft-Schwerpunkt. Du hast nochmal Microsoft, ui. Ja, Microsoft ist in letzter Zeit fällt ein bisschen negativ auf. Na. Also es gibt ja die Plattform msn.com. Kennst du das? Also Gibt's den ja, noch? ich kann mich erinnern, dass das früher im Internet Explorer so quasi immer, und jetzt sage ich wirklich Internet Explorer, die Startseite war. Wow. Ja, und da sind auch. Ich glaube sogar im Edge ist es die Startseite, Das habe ich nicht gewusst, dass es das noch gibt. ja. Im Endeffekt, zumindest da schaut so aus, als würden die eh nur von unterschiedlichen österreichischen Webseiten die News fetchen und darstellen. Okay, so wie ja Google News zum Beispiel. Aber laut diesem Artikel dürfte es zumindest in den USA auch so sein, dass die früher selber Artikel geschrieben haben. Vielleicht war das im österreichisch-deutschen Sprachraum auch so, dass die selber Journalisten gehabt haben, Journalisten, unter Anführungszeichen, die Artikel geschrieben haben. Mittlerweile haben sie die Journalisten unter Anführungszeichen entfernt und das macht der KI teilweise, aber nicht gut. Ja, das kann ich mir denken. So sollen die US-Demokraten den aktuellen Anstieg bei Covid-19-Erkrankungen orchestriert haben, um bessere Chancen bei den nächsten Wahlen zu haben, schreibt die KI. Aha, An anderer sehr gut. Stelle wurde ein gerade verstorbener NBA-Spieler in einem Nachruf als nutzlos bezeichnet. Nur zwei Beispiele für ein Problem. Ja, Okay. laut CNN, da arbeiten größte als richtige Journalisten, passiert das bei MSN.com in letzter Zeit immer öfter, dass du quasi
Nennen, ja, so muss da in dem Artikel Fake News geschrieben werden von einer KI. Microsoft hat das KI-Dings ja nicht so ganz im Griff. Wir haben ja damals den Chatbot gehabt, der innerhalb kürzester Zeit zu einem überzeugten Antisemiten geworden ist. Ist jetzt 3, 4 Jahre her, 5 Jahre her. Ich glaube, das ist vor ein paar Monaten wieder passiert bei irgendeinem Dings. Jetzt hätten sie ja prinzipiell OpenAI. Haben sie ja eh akquiriert, oder? Ja, sicher, Microsoft hat sie haben sie, na, sie haben, glaube ich, relativ viel Geld reingesteckt. Relativ viel Geld reingebuttert. Jetzt hätten sie theoretisch vielleicht etwas ausgereiftere Technik dahinter, aber sie kriegen es halt nicht zu laufen. Microsoft ist, ja, keine Ahnung, es ist nicht gut, was da passiert. Generell sollte man bei so einem Nachrichtenportal eh sehr vorsichtig sein. Und ich rede jetzt nicht nur vom MSN.com, sondern auch von sowas. GMX? Oh weh. Gibt's auch noch? Ja, da waren schon immer schlimme Nachrichten drauf. Ja. Lest was Vernünftiges, Presse, Kurier oder Standard? Nix von D3 am besten. Ja, es wird leider immer schwieriger, ja. Wiener Zeitung vielleicht noch. Online. Na, seid ihr das, glaube ich, vergiss ah, es. Mal gut. Das ist ja so wild umgebaut worden. Ja, aber ist sie noch, ist sie qualitativ, wird sie wohl nicht so schlecht sein, oder? Kann man vorstellen. Sie wird schon passen, ja. Also. Ist halt eher weniger was für tagesaktuelle Nachrichten. Oh, sollten schon auch haben, aber natürlich. Also ich weiß nach wie vor nicht, wie sich das neue Ding da ausgewirkt hat, dass sie jetzt das komplett halt auf online umgestellt haben. Zum Großteil, deshalb das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ja. Gut. Ja, so, ganz da vergessen, sind wir. OFAD. OFAD ja, News, OFAD. Weil das ist Nachrichtenberichterstattung und nicht irgendein Kommentar von irgendeinem Journalisten, der glaubt, er hat die Weisheit gepachtet, sondern das sind sachliche Kommentare. Sachliche Berichterstattung. Punkt. Gut. Oh je, ich vermute das Schlimmste. Was ist da jetzt? Na, es ist leider. Birkenstock ist ja mittlerweile. Birkenstock kennt ja, schon, ja, ja. Das sind die komischen Pantoffel. Das sind die bequemsten Schlapfen, die du daheim haben das kannst oder so. Birkenstock sind Crocs für reiche Leute. Na, die waren vorher eigentlich für so Hippies und Aussteiger, weil sie so gemütlich waren. Okay. Dann irgendwann, wie immer das halt passiert. Irgendwann hat dann sozusagen diese Luxusmarke LVMH, die, wo ich jeder kennt, glaube ich, kennt Gucci oder was, das, jeder kennt das ganze Zeug dazu, die haben das halt irgendwann gekauft. Ja, und jetzt ist die Hippie-Marke an der Börse gelistet. Also Birkenstock ist offiziell sozusagen an der New York Stock Exchange angekommen. Das ist schon wieder so ein komisches Ding. Mäd. Möd. Ja, klar, das muss das Möd, sein. Möd, Hennessy und Louis Vuitton. Ja. Okay. Ja. Seitdem das Eis Birkenstock hat irgendwann, das glaube ich, waren in Asien am Anfang sehr populär und dann ist es nach Amerika gekommen und mittlerweile ist es die totale Lifestyle- und Hip-Marke, also jeder trägt Birkenstock. Hat als bequemer Hippie-Schuh angefangen. Ich mag das Ding auch super gern, also ich war zwei Paar Birkenstock für daheim. Ich brauche was. Haben oder in Socken ist gesünder. Birkenstock sind echt, die sind traumhaft, die Dinger. Also, die sind echt richtig gut. Und ja, es ist leider so ein Fashion-Lifestyle-Scheiß geworden. Wie halt immer. Wie immer, da tragst du etwas, weil es bequem ist, und irgendwann entdecken es diese Fashion-Branche entdeckt es dann für sich. Ja, ich warte, wann das mit Hoodies passiert, wann Hoodies zum ja, Lifestyle-Objekt so viel werden. Zum Kapuzenpullover. Seien sie ja schon. Kapuzenpullover als Lifestyle. Seien sie ja schon. Ja, seien sie ja schon. Lifestyle.
Ein Hoodie. Ja, klar. Ja, sicher. Das ist der Lifestyle. Ja, es trockt eh mittlerweile jeder. Ja, weil sie bequem sind. Bequem? Okay. Na, na, Ja, na, es ist eh immer das, aber ich glaube nicht. Ich glaub, das glaube ich da hätte. also ich bin mir sicher, wenn du bei schau auf irgend so einen Gucci Louis Vuitton vorbei, die haben hundertprozentig einen Hoodie mittlerweile. Gucci. Gucci AT. Er gibt Gucci Hoodie ein. Das sieht schön. Das ist kein Hoodie, das ist irgendein. Skibrillen. Ja, Skibrillen. Ja, warum? Skifahren ist ja für reiche Leute. Ja, das stimmt, da hast du recht. Eben. Also ich bin mir sicher, dass die irgend so einen depperten Hoodie haben. Pullover. Ob es bei denen Hoodie heißt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich heißt es Hüdi. Üdi. Das Da, ist kein. schau, links, Das? links. Das? Das ist ja schon ein Kapuzenhoodie, Na, das ja. ist eine Reißverschlussjacke mit Jumbo und Web. Ja, dann ist halt ein Zip-Hoodie, ist ja wurscht. Das ist auch kein Hoodie. Da, schau das Das ist an. ein Pullover mit Kapuze. Fuck. 1800 Euro! Ja, sag ich ja. Ja, ich sag da ja, das ist ja der Und Irrsinn. das ist ja ekelhaftes Design. Ahnung, wer kauft sich so Scheiße? Ja, zu viele. Geschnitten. Ja, groß geschnitten hast bei denen, es ist nicht. Mag das nicht, wenn es zu weit geschnitten ist. Oh, er fällt groß aus. Okay, ja, das heißt für mich wieder M gehen. Wow, 1800 Euro. Was, wie viele Hoodies ich mir um 1800 Euro kaufe? Viele. Alex? Bist du gerade eingefroren? Ah, jetzt, Ja, bei okay, keinen Ahnung. jetzt nochmal, ich habe die gerade nicht verstanden, Entschuldigung, also nochmal, was? Na, bei seinen kaufst du genau an. Ja, bei Sennen kaufst du genau an. Bei Google, seinen, ja. 1800 durch, was soll ich durchschnittlich für ein Hoodie? 50? Ich kaufe mal 36 Hoodies, das heißt, ich komme 18 Jahre damit aus. Nicht schlecht. Und das ist ja So. ekelhaftes Design. Ah, no, wer will denn? Ah, ja, stimmt. Wer Gucci kauft, will es ja nach außen. Will er nach außen auch zeigen, dass er Gucci kauft. Genau. Ja, natürlich. Du musst ja zeigen, dass du einen Gucci-Pullover hast. Gott. Oh, noch einer. Der schaut ein bisschen günstiger aus. Der ist sicher teurer, oder? 120. Ja gut, der geht ja als relativ normalen da durch. Ja, stimmt. Der gefällt mir. 920. Okay, und weg. Passt. Grafel verflucht ist für Leute, die nicht wissen, Ja, was ich sie mit dem sag's. Geld anfangen sollen. Ne? Unglaublich. Ja, oder Leute, die es halt kaufen, weil es halt Ja, haben Poser. muss. Ja, so, aber also du siehst, das ganze Zeug, was Ja, bequem passt. ist, wird irgendwann von den ganzen Dingen übernommen. Ja, okay. Du hast mich überzeugt. Ja, kann ich vergessen. Gut, hüpfen wir zum nächsten Thema, nämlich zu BYD. Und BYD war ja schon öfters einmal Thema bei uns. Das sind die, die, Zu Gast im Podcast, ja. ja, die, das sind ja die, die vergleichsweise günstige Autos guter Qualität bauen, chinesisch staatlich subventioniert natürlich, um sie auf den Markt zu drängen. Von den Subventionen für deutsche Autohersteller will ich jetzt einmal nicht reden, weil die kriegen auch das Geld in den Arsch gesteckt. Stichwort Abwrackprämie damals. Egal. BYD baut jetzt voraussichtlich in Europa ein Werk und wie es am besten zu einem chinesischen Unternehmen passt, haben sie sich natürlich einen Staat ausgesucht, der als Unrechtsstaat China relativ nahe kommt, nämlich Ungarn. Ja gut, mein Gott, der Wickerl macht es schon. Ja. Jedenfalls, ja, es ist jetzt nicht nur so, dass BYD in China Autos baut und auf Riesenschiffen zu uns herschifft, sondern BYD, mittlerweile eh größter oder einer der größten Autohersteller der Welt, wird jetzt in Europa produzieren, voraussichtlich ab
in ein, zwei Jahren. Ja, Find gut. interessant. Ich verstehe es. China hat in China baut die Akkus. Ja, okay. Was willst du sagen? Der BYD hat ja mit Akkus angefangen. Ja, richtig. Genau, BYD war Akkubauer, Akkuzulieferer und irgendwann haben sie sich gedacht, okay, wir können um den Akku ein Auto umbauen. Und Das das ist Konzept ist aufgegangen. vollkommen richtig. Ich meine, so haben japanische Autohersteller auch angefangen irgendwie. Damals, so haben koreanische angefangen und so fangen halt BYD auch irgendwie an. Genau, japanische und koreanische, die waren da eher nur Zulieferer Ja. für gewisse Autoteile und irgendwann haben sie sich gedacht, ja, wenn wir jetzt schon die Einzelteile bauen, können wir ja selber auch rundum noch ein Auto bauen und einen Motor reinbauen. Also ja. Ja, jedenfalls wird das jetzt so sein, dass die Chinesen jetzt in Europa produzieren werden. Ist ja jetzt nicht so, dass das BYD jetzt da der erste ist, aber der erste große. Also als größter chinesischer Hersteller, der was jetzt den Ist Fuß ja fasst, ja ja ist mein Ding, die Schweden, wie haben sie, Volvo wird ja auch apropos teilweise in Europa noch produziert, gehört aber also, mittlerweile zu China. ja ich Chinesische meine Firma, Polestar. Polestar ist ja eine Kooperation aus BYD und Volvo, Genau, stimmt. Also von dem her. also ja, ich meine, verstehe natürlich, das ist klar, du kaufst natürlich die Marke, damit du da leichter durch Fuß zu fassen, weil BYD kennt natürlich am Anfang keiner. Genau, ja. Was ich zu der Thematik noch interessant finde, BYD hätte zuerst einen Standort in Deutschland in Betracht gezogen. Ja. Und es pfeifen die Vöglein vom Dachal, dass das den deutschen Autohersteller nicht ganz gepasst hat und die da entsprechend interveniert haben. Ja, das kann passieren. Das kann passieren. Das wäre ja ein Affront, wenn die Konkurrenz bei uns im Lande produziert und uns das Geschäft kaputt macht mit billigen Autos. Ja. Das könnte passieren, ja. Du willst dich jetzt nicht dazu äußern, weil du Angst hast, dass es gerichtlich Na, Konsequenzen A, hätte. ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Nein. Und B, ja, was soll ich dazu sagen? Ich Nein. meine, ja, wird's, ja. Es klingt zumindest nicht Also, ganz. ich kann jetzt das so, ich würde jetzt nicht so sagen, dass die Geschichte total erfunden klingt, aber ich kann auch nicht sagen, dass sie wahr Ja, eben, ist. genau, das Das wollte ich ist ja gerade das, sagen. wo Ja, es. Es ist irgendwas, wo sie das, was sie das sogar glauben könnte. ja, schön, ja, gut. Gut. Das passt schon. Ja, dann gehen wir zu einem anderen Ding. Also anscheinend gibt es jetzt für die Vision Pro von Apple jetzt an 3D-Movies. Was? 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 Also Was? 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 die Apple TV-App hat jetzt 3D-Movies bekommen, anscheinend dann für Apple Vision Pro. Man weiß aber noch nichts Genaues. Also es gibt die Filme, aber Es die. ist leider 3D-Logo jetzt bei TV. Genau. Es gibt jetzt quasi ein Logo dafür und möglicherweise sogar Content, aber die Brille selber gibt es noch nicht. Ja, genau. Also es wird es in Zukunft dann wahrscheinlich auf der Vision Pro geben. Okay, jetzt ist irgendwas Wo? abgekackt. Hallo? Siehst du mich? Bei mir, immer gedacht, jetzt ist immer das. Ja, ich sehe die immer gedacht, jetzt hat der Router den Geist aufgegeben. Wieso hat's gedingselt oder was? Oder weil ich mich nicht bewegt habe. Ja, warte, ich glaube, ich werde da. Ich schalte jetzt die Internetverbindung einmal um. Wohl, weil es wurscht ist. Ich riskiere es Okay. einfach. Alex tut jetzt die Internetverbindung umschalten und man sieht schon, dass zumindest im Video, dass er sich nicht mehr bewegt. So, jetzt sollte ich wieder da sein.
Ja, okay, bist wieder da. Ja, passt schon. Ist alles gut. Alles gut. So, ja, jetzt sollte es erledigt sein und jetzt glaube ich, geht es dann auch wieder besser. Keine Probleme gesehen. Okay, Apple Vision Pro. Passt. Es gibt 3D-Filme. Ja. Yeah. Gut. Ja, Dann haben wir sagen wir halt einmal. die News einmal durchgefrühstückt, abgefrühstückt und besprochen. Dann kommen wir zu den Gadgets. Ja. Ich ziehe da gleich was vor, weil das Thema Nummer 1 fußt ja darauf. Ich habe mir jetzt, wie damals in der letzten Sendung besprochen, dieses Lenovo Think Center gekauft. M710 SFF, Ja. das ist so 5, 6 Jahre alt. Also vor 5, 6 Jahren ist das auf den Markt gekommen. Ja. Und das ist so ein klassischer Desktop fürs Office. Ja, das ist Ja, sowas, was unter dem sowas, Monitor was unter dem einklemmt und Monitor steht. fertig. Hat aber gute Anschlüsse an i5 mit 4 Kernen. Genau, i5 mit 4 Ja. Kerne. 16 GB RAM, 3 SATA-Anschlüsse und ein M2 NVMe-Steckplatz für PCI Express SSD. Ich habe den gebraucht, Greg, um knapp, was heißt knapp, um genau 60 Euro. Und habe den letzte Woche ein Proxmox spendiert. Proxmox ist, also haben wir eh auch schon mal gehabt, so ein Linux-Environment, wo du virtuelle Maschinen drauf anlegen und orchestrieren kannst. Das heißt, ich kann da unterschiedliche Linuxes auf einen laufen lassen. Ich kann da ein Raspberry Pi, ein Pi hole drauf laufen lassen, ich kann da mein Home Ja. Assistant drauf laufen lassen Ja. und paperless. Und Ja. ja, und das Teil hat 60 Euro gekostet und ich bin begeistert davon. Vom ersten Stromverbrauch ist okay, gibt es nichts zu klagen, das Teil langweilt sich eh die meiste Zeit. Es ist kompakt, es ist echt cool aufgebaut, du kannst wirklich selber sehr viel eigentlich alles austauschen. Und ja, es ist von der Performance her sehr flott und ihr könnt sogar noch auf 32 GB RAM updaten, was irgendwann nochmal spendiert kriegt. Was mich dann gleich zum zweiten Thema bringt, nämlich Paperless. Und Paperless ist eine der Umgebungen, die ich, oder eine der Applikationen, die ich jetzt auf dem kleinen Heimserver laufen habe. Nämlich Paperless ist ein komplett Community gebautes. Und da ist jetzt nichts mit irgendwelchen versteckten Kosten für einen besonderen Wartungsvertrag oder dass du Updates kriegst und so weiter. Das Teil ist wirklich komplett Community-Built. Und Paperless ist ein Dokumentenmanagement-System. Das heißt, cool, Klassiker, das erinnert mich an die Firma. Achso, nein, das ist keine Fehlermeldung. Das ist keine Fehlermeldung. Er hat mir an die Firma erinnert. Und zwar ist es ein komplettes Dokumentenmanagement-System, das, wo du auch übers Handy einfach die Adresse öffnest, du kannst dein Dokument abfotografieren mit dem Handy, du kannst auch ein fertiges PDF reinhauen, wie du willst, du kannst es abfotografieren, du kannst dann gleich taggen, irgendein Typ zuweisen, was du halt haben willst. Also das ist zum Beispiel eine Rechnung. Es läuft nachher drüber eine komplette OCR-Texterkennung, wo es nachher auch noch Stichwörter oder sowas aussucht und dir anzeigt. Das heißt, du hast ein Dokumentenmanagementsystem, das komplett durchsuchbar ist. Und das in der Demo-Umgebung sind da jetzt leider keine drin, obwohl Rechnungen da haben wir. Achso, das ist Ording, ja. Da ist nichts drin. Und das ist komplett durchsuchbar und du hostest das dann quasi bei dir selber. Was bei einem Dokumentenmanagement dann halt vielleicht wichtig ist, das sollte man wegsichern. Weil wenn du schon all deine ganzen Dokumente an so ein System gibst, solltest du dann halt natürlich eine entsprechende Backup-Strategie überlegen. Oder die Originale einfach aufhalten.
Ja, klar, Das ist klar, sowieso. klar. Aber ich finde es ziemlich cool und es ist verdammt schnell. Also wenn ich mir denke, wie lang es von früher OCR-Texterkennung war und wie fehleranfällig. Das läuft, wie gesagt, das läuft auf dem File-Server und halt auf dem mein Home-Server und der langweilt sich da nebenbei beim Verarbeiten. Also Ja, gut. Das überrascht mich nicht mehr. Finde ich ziemlich cool und ich tue jetzt nach und nach, tue mir halt jetzt da alles, was ich an so an Rechnungen und Dokumente und so weiter kriege, da einfach so scannen. Ich call die Originale auf, aber hau die eigentlich nur noch, wie soll man sagen, chronologisch sortiert in die Ablage und leg's und heft's ab, fertig. Ja. Und alles andere in Zugriff und so weiter mache ich halt nachher nur noch. Wenn ich einmal was brauche oder nachschauen will, schaue ich auf dem Teil noch. Also es ist ziemlich cool. Ja, das okay. Kann ich Okay. mir auch vorstellen für Unternehmer, Kleinunternehmen, dass das eine ziemlich coole Sache ist. Das hat manche Vorzüge, ja. Also, gefällt mir. Das klingt cool, ja. Ja, ich habe dann was anderes. Ich meine, das wird wahrscheinlich, bis das zu uns kommt, noch ein bisschen dauern. Google hat aber in Google Maps etwas vorgestellt, das nennt sich Immersive View. Da unten weiter ist auch noch ein Link, wo du aufs Google-Blog selber kommst und wo du quasi auf deiner Strecke, man, der Verkehr wird zum Beispiel einfach halt dargestellt aufgrund von Aufnahmen, die sie haben. Und du siehst halt dann, wie es auf deiner Strecke in etwa zugeht. Also, dass du einfach weißt, was ist da für Wetter, wie es regnet, wie ist der Verkehr. Und das halt in 3D dann wirklich. Also, das heißt, du siehst dann auch reell Autos. Oder Umgebung, wie es da ausschaut. Weil zum Beispiel, wenn du nicht weißt, okay, da ist jetzt ein Park und wie muss ich da fahren, wie muss ich da gehen oder wie sind die Straßenbahnschienen oder gerade da bei mehrspurigen Straßen weißt du oft nicht, wie schaut denn das jetzt wirklich aus? Welche Spur ist es denn jetzt dann? Und du hast ja nicht immer Zeit dann zu zählen, auch die dritte Spur von links, weil wo fangen die erste Spur von links an? Und das siehst halt dann da alles. Also ist jetzt, da wären glaube ich nur mal, weiß nicht, was sie jetzt gesagt haben, in größere Städte wie New York und sowas, mal fangen sie mal an. Aber das schaut ganz nett aus. Das ist wirklich cool aus. Vor allem, du kannst das so in den Tag darstellen lassen, wie halt es über den Tag verteilt das ausschaut. Ziemlich cool. Ja, das ist ganz spannend, was Google da mit Maps ab und dann hinzaubert. Das finde ich ziemlich cool, ja. Na, und wie gesagt, du kannst da sogar den aktuellen Verkehr eigentlich fast Ja. realistisch darstellen lassen, weil Ja, ja. Standortdaten von Millionen von Nutzern haben sie ja wohl. Ganz genügend, Ja. ja. So machen sie ja die Stauerkennung, ja. Und im Endeffekt ist das einfach Richtig, ja. nur die Stauerkennung interpoliert auf unterschiedliche Vehikel, dass das jetzt nicht genau das Auto ist, okay, ja. Ja, das ist ja Aber wurscht. es ist ein Auto. Es ist ein Auto, ja. Coole Idee. Nett, ja. Ja, Google kann schon was, wenn sie will. Dann mach, ja, mal schauen, wann sie den Dienst wieder abtragen. Google Maps, also wenn sie das killen, okay, ja, vielleicht. Vielleicht geben es noch. Okay, du mach du gleich als nächstes, weil ich habe jetzt Wort gemacht. Ja, und zwar Enpass unterstützt in Zukunft Passkeys. Also für iOS Passkeys ist der Nachfolger vom Passwort. Das heißt, wo eine Instanz erstellt wird im Passwortmanager und beim jeweiligen Dienst und anhand dessen identifizierst du die dann. Das heißt, es sind zwei Codes, die halt abgeglichen Ja. werden automatisch und so loggst du dich ein. Also das Du heißt, musst da in keine der Zukunft, Passwörter mehr du merken. musst da keine Passwörter mehr merken, du musst ja keine mehr erstellen, im ersten Schritt schon einmal. Und ich glaube, Passkeys ändert sich ja auch dauernd. Das bleibt ja nicht, also das ist nicht immer das Gleiche. Also das heißt, das wird ja automatisch dann Ja, abgewickelt.
Endpoint und du, ihr habt einen, Ja. einen Schlüssel. Der Schlüssel ist dort zum gegenseitig authentifizieren. Ja, Der Schlüssel richtig. Wird aber auch regelmäßig geändert, dass, falls der Ja. Schlüssel einmal in Dritte, in Hände von Dritten fällt, dass der nicht damit authentifizieren kann bei dem Dienst. Also, ja. Ja. Das war ja die große Sorge da beim Einführen von den Passkeys, dass das etwas ist, was nur dann mit Google oder mit Apple funktioniert, weil oder mit Microsoft, weil es ist ja etwas, was von den drei großen kommt. Ja. Und das bedeutet ja, dass du denen extrem viel Vertrauensvorschuss geben musst. Ja, vor allem, es ist ja das, das Problem ist ja das, wenn ich jetzt zum Beispiel von Microsoft auf Apple oder von Apple auf Microsoft wechsle, habe ich ein Problem. Dann hättest du da theoretisch ein Problem mit Passkeys, ja genau. Ja. Deswegen ist es sehr schön, dass jetzt auch Drittanbieter-Software, so wie Enpass, das auch anbieten. Du machst dann quasi von den eigentlichen großen Diensten unabhängiger. Gibt's halt, musst halt, du vertraust halt Enpass, ja, halt ist halt so. Enpass, ja. Bist also, bis dann allerdings wieder Betriebssystem unabhängig. Das ist der Vorteil, das ist der meine ich. Vorteil, ja. Also deshalb verwende ich auch persönlich keinen Passwortmanager von Google, Microsoft oder Apple. Ja, die Keychain von Apple verwende ich schon. Nein, mach ich genau aus dem Grund nicht, weil wenn man irgendwann einmal wechseln sollte, hast du den ganzen Scheiß halt da drin. Ach so, ja, das schon. Das meine ich ja, damit. Ja, Also deshalb also mache ich es da nicht. Für die wichtigsten Sachen, die ich brauche, Mail-Passwort und so weiter, da habe ich sowieso meinen eigenen MyKeePass. Da habe ich einfach meinen ja. eigenen Tresor, wo die Daten drinstehen. Ist noch besser. Ich meine, ich glaube halt nicht, dass KeePass Passkeys unterstützen wird. Ist ein komplett anderer Ansatz, KeePass. Ja. Das ist dein ja. persönlicher Tresor, den du in einer Datei ja. umtragst. Also, wobei, es, theoretisch könnten sie es schon anbieten, weil ich bezweifle, dass sie es machen werden. Na, ich glaube, Kimps, oder dass was? Manche KeePass. KeePass ist ja offen. Ist ja offen. Du ja, YubiKey haben ja, sie, ja, das war sie. KeePass ist ja offen. Also KeePass ist ja quasi nur Standard. Darauf gibt es ja, ja hunderte unterschiedliche Apps für alle Betriebssysteme. Und da ist es halt noch an den Apps überlassen, wie sie das implementieren. Also von dem her, KeePass selber vielleicht nicht. Aber eine App, die den KeePass Standard nutzt, schon. Dass da ja, etwas gibt in die Richtung. Cool. Nicht schlecht. Dann habe ich da noch was. Und zwar, warte mal, machen wir schnell meine Zeitmarke 1, 27, 30. Wir hüpfen halt sehr schnell durch die Themen durch. Fällt mir auf. Ja, warte mal. So. Das wäre fast eineinhalb Stunden. Ja, stimmt. Okay, ja gut, es ist noch ein bisschen los vor uns. Sagen wir so, ja. Ich habe da noch eine coole App gefunden, nämlich die heißt Vernissage. Ulala, Vernissage. Na, und Vernissage ist einfach nichts anderes als ein Client für Pixelfed. Der aber sehr schön ausschaut und wirklich auch sehr den Fokus auf Bilder legt. Und ja, gut, also ein alternativer Client ist, den du verwenden kannst. Ein alternativer iOS-Client, den du verwenden kannst für PixelFed. Ja. Und PixelFed, vielleicht ganz kurz: PixelFed ist quasi so ein Instagram ohne Werbung, ohne Shit, ohne Stories, ohne Reels und leider ist PixelFed halt auch ein Service ohne Menschen. Ja, du hast genau angesprochen, warum. Ja, PixelFed ist ein Fediverse-Projekt, so wie Mastodon. Ja. Du kannst da quasi sogar deinen eigenen PixelFed-Server aufsetzen, der verbindet sich dann mit anderen Instanzen oder du kannst ihn abgesondert davon verwenden. Das föderative Konzept hat halt genauso wie bei Mastodon halt den Nachteil, dass es einen sehr
dass die Einstiegshürde recht hoch ist, weil man sich zuerst nicht auskennt. Ja. Genau. Und daher ist Pixelfed und mein Pixelfed-Account ist pixelfed.de. Boah, ich hasse diese Tastatur. Müsste eh der sein, ja genau, da Pixelfed. Das ist mein Pixelfed. Da ist nichts los, da ist gar nichts. Ich hab einen Follower und ich folge fünf. Uiuiui, da geht's ja Ja, richtig da geht's rund. richtig rund, ja. Pixelfed ist halt leider. Ja, aber jedenfalls, wenn ich sage, ist das schön. Pixelfed ist ein bisschen so wie das 500 PX, was ja mal so eine Alternative damals war zu Flickr. Flickr gibt es Ja. ja auch so nimmer und 500px, glaube ich, gibt es so auch nimmer. So, wo eher der Fokus auf die Bilder gelegt wird. Also, du machst ein schönes Foto, tust so hin und stellst den anderen zur Verfügung. Du kannst Pixelfed quasi auch als Datenablage verwenden und deine Fotos dort speichern. Also, Ja. es legt einen Fokus auf die Fotos und nicht auf so eine sinnlosen Begleiterscheinung wie Reels und so weiter und Werbung. Aber genau dadurch, durch das Problem des Todes, du hast keinen besonderen Antrieb, die da längere Zeit aufzuhalten, weil nichts passiert. Und unsere ADHS-geplagte Gesellschaft muss bombardiert werden mit Inhalten, damit irgendwie eine Aufmerksamkeit erzeugt wird, also von dem her, ja. Aber jedenfalls, Ja. wenn ich sage, das ist ein schöner Client. Gut, Punkt. Okay. Dann bin ich mit dem Gadget, bist du. Hab ich noch? Ja, ich hab, glaube ich, habe noch ein paar. Ja, das Jetzt kommt etwas, was da gefallen wird. oh mein Gott. Jetzt kommt der neue Honda Moto Compacto. Wo ich das heute gelesen habe oder gestern gelesen habe in die Sendungsnotizen, habe ich mal gedacht, irgendwie haben wir das schon einmal gehabt. Nein, das ist das. Wir haben so einen ähnlichen Kiebel gehabt. Ach so? Ja. Das Ding schaut aus wie eine fahrende Visitenkarte. Aber schöne. Eine schöne fahrende Schöne vorne Visitenkarte, Visitenkarte, ja. ja. Ja, das ist, was es ist, sagen wir so. Ist ein faltbarer Elektroroller. Ist anscheinend 24 km/h schnell, hat eine Reichweite von 20 Kilometer und liegt bei 1000 Euro in etwa. Ich glaube, wir haben den wirklich schon gehabt. Nein, wir haben was anderes gehabt. Hofi. Egal, wurscht. Nach einem Besprech. Nein, es ist vom 15. September 2023. Das heißt, das kann nichts. Das kann man noch nicht gehabt haben. Oder? Zumindest. Na, das war Let's Play. Weil ich es aber gerade gesehen habe, Anfang Dezember kommt angeblich der GTA 6 Trailer. Ja, das habe ich auch mitgekriegt, ja. Bist schon gespannt? Ich schau mal an, ja. Wenn der kommt. Trailer schaue ich mir auch an, ja, aber ich weiß nicht. Honda. Wir haben es definitiv gehabt, ich bin mir da sehr sicher, ich finde es jetzt nur auf die Schnelle. Ich glaube, wir haben was anderes Ähnliches gehabt, was du als hässlich empfunden hast. Ja, kann sein. Es schaut jetzt als Moped ja auch sehr hässlich aus. Das muss ich schon sagen. Wieso fällt da ein Bild? Hallo? Da ist kein Bild drin. Kann Ne? passieren. Das ist wirklich ganz drin. Ja. Ja, ich finde es nicht. Aber Ich ist. glaube, wir haben es noch nicht gehabt. Mir kommt das da so bekannt vor. Das kann sein, ja. Also das so viel dazu. 24 km/h, 20 Kilometer Reichweite. Ja. Kilometer ist schmal.
Okay, aber für einen Stadtverkehr, um von A nach B zu kommen. Ja. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, gell, wenn du einen normalen Roller kaufst oder ein Klappfahrrad mit einem E-Motor, einem Mini-Klappfahrrad, steigst wahrscheinlich billiger aus und es ist im Endeffekt wahrscheinlich praktischer. Ja, ich will. Ich meine, natürlich, du hast keine fahrende Visitenkarte. Natürlich, und du fällst nicht so Das, das, auf. weil mit dem Ding fällst du natürlich Ja. auf, wenn du es willst. Allerdings, wow, eine schöne Webseite. Bist du wahnsinnig? Wieso ist denn eigentlich das Fenster so klein? Okay, jetzt passt es wieder. Ja. Oh mein Gott. Die Silhouette ist auch mal. Ja, okay, es ist sehr ekelhaft, das Teil. Aber mir gefällt es, dass sie es so präsentieren, als ob es das schönste Ding der Welt Ja. wäre. Präsentiert wird es wie ein MacBook. Hammer. Na, echt, ich weiß nicht. Schaut euch das an. Das Werbevideo dazu ist schon sehr. Schau, vorne Ja, du Visitenkarte. kannst es bekleben nach eigenem Gutdünken. Ja. Und Du, es ist die perfekte du Werbe. kannst es ins Auto legen. Ja, du, es ist die perfekte Werbefläche. Du kannst sagen, was du willst, weil da schaut jeder hin. Ja. Das war was für, wie heißt die Wiener Bestattung? Wie heißen die? Bestattung Bestattung Wien? Wien. Bestattung Wien könnt darauf super Werbung schalten. Damit schneller im Grab. Auf ihre Bestattung Wien. Ja, die ist, ja. Das wird zu sehen passen. Okay, Ja, na. das Ding ist Boah. perfekt. Ja, okay, ja gut. Ja, okay. Kann man nichts machen. Gut, dann Fraunhofer Institut hat zusammen mit einem Team aus Deutschland und Niederlande in einem sehr komplizierten Verfahren oder eine Solarzelle mit 36,1% Wirkungsgrad erstellt oder entwickelt. Ist aber komplex, weil das ist ein Multilayer-Panel. Das heißt, da werden mehrere Solarzellen übereinander gelegt und da wird noch Silizium mit noch irgendeinem anderen Material kombiniert und das ist dann relativ teuer. Ja, okay. Das heißt, ein bisschen mehr Wirkungsgrad für einen höheren Preis. Ja, es ist so, es hat ungefähr 10% mehr Wirkungsgrad. Also, das heißt, das zahlt sich nur dann aus, wo du sehr wenig Platz hast. Ja. Sie haben da zum Beispiel geschrieben, solarbetriebene Elektroautos, Konsumgütern und Drohnen. Da macht die dann Sinn. Also normales Solarzellen steht da, haben einen Wirkungsgrad von 27%. Ja. Für 10% noch ein mehr Wirk also es sind ja nicht 10% mehr, jawohl, 10% mehr Wirkungsgrad hast dann im Endeffekt einen deutlicheren Aufpreis, ja, okay, verstehe. Ja. Ja. Aber cool, ja, gut, da geht auch was weiter. Also das wird sicher auch noch weiter optimiert. Da kannst du ganz sicher sein. Und was ganz frisch jetzt ist, das Steam Deck gibt es jetzt als OLED-Version. Oh ja. Also Steam Deck OLED, also das heißt, es hat jetzt ein OLED-Screen drin. Das ist total überraschend gekommen. Eigentlich hat das keiner erwartet, dass das gibt. Und es hat da, Valve ist er hergegangen, hat es leichter reparierbar Ah, gemacht. echt? Das auch noch, oder? Ja, sie haben die Schrauben, sind jetzt alles normale Torx-Schrauben. Also keine Philips mehr. Und also das haben sie auch gemacht. Und dann glaube ich, der Lüfter ist ein bisschen besser geworden. Sie haben, glaube ich, auf 6 Nanometer die APU Ja, umgestellt. also das habe ich gesehen. Also der Fertigungsprozess von der APU ist jetzt kleiner.
Ja. Warte mal, wo waren ich da? Wo habe ich denn das heute geschaut? Beim Kaufen. Ja. Da ist nämlich schön. Ah, genau da. Also statt 7 Nanometer wird es jetzt im 6 Nanometer Bereich gefertigt. Du hast WLAN 6E dabei statt WLAN 5. Einen Akku haben sie größer gemacht. Ja. Ich meine, der hat profitiert natürlich auch durch das 5-Nanometer- oder Ja. 6-Nanometer-Verfahren schon Ja, einmal. eben. Der OLED braucht noch wiederum ein bisschen mehr Strom, aber Gesamtlaufzeit ist jetzt höher. Der Ja. Bildschirm ist eine Spur größer, 0,4 Zoll. Ja. Ich meine, ja, sagen wir so, ich meine, natürlich, das Ding hat dann Aufpreis, weil die LCD-Version startet bei 399 mit 256 Gigabyte. 419. Ah, ich bin auf der amerikanischen Okay. Version, entschuldige. Ja, 419 und die OLED ist dann natürlich schon bei 569. Ja. Ja, du, Nicht wenig. ist ja nicht Ist nix. nicht nix. Es ist eine Spielkonsole, eine mobile Spielkonsole. Im Vergleich dazu, eine Switch kriegst du gebraucht, um Ja, keinen. pass auf, die sind gar nicht so günstig. Ja, ich wollte gerade sagen, 300, 250. Ein Naja, Lite und kriegst du gebraucht, um die 150. ja, ist gut, kannst du das jetzt halt nicht Aber vergleichen, du weil das kannst ja ist halt. Switch mit dem Steam Deck nicht vergleichen, das ist komplett eine andere Welt. Weil ein Steam Deck ist eigentlich ein vollwertiger Ja, PC. genau. Wollte gerade sagen, ja. Also, ich sag so, ja, ich schätze mal, das wird wahrscheinlich echt, ja, da hat Valve, glaube ich, einen Nagel auf den Kopf getroffen mit dem Ding Ja, damals einfach. genau. Weil es ziehen ja irgendwie alle anderen Hersteller nach. Also ob es Lenovo ist, ob es Asus ist oder was weiß ich, da kommt von alle was. Was dann das Beste ist, ist jetzt schwer zu sagen. Ich meine, jetzt ist das Steam Deck natürlich schon wieder sehr Ja, interessant geworden. definitiv, ja. Also jetzt kann man sagen, und vor allem, man muss auch bedenken, weil viele wahrscheinlich sich denken, ja, aber da kann ich ja nicht Full HD drauf spielen, brauchst du ja da drauf nicht, weil das Display ist eh so Ja. klein. Nein, nicht. Nicht, Also stimmt, ja. da kannst du Cyberpunk in hohe Details spielen, spielst halt mit 1280 mal Das 800. reicht ja vollkommen. Also Reicht vollkommen aus, aus der schaut doch Größe, ja super eben, ja. aus. Du spielst ja Und nicht auf einem 27 Zoll oder 30 Zoll Monitor. Da ja. ist es halt dann 4K. Ja. Umgerechnet die Pixeldichte. Ja. Richtig. Ist vollkommen irrelevant. Also bleibt dieselbe. Cool. Ja, also ich find sie auch sehr, wie soll man sagen, verlockend. Sie ist Vor allem, verlockend. was du eben mit dass die so weit das SteamOS und auch die teilweise die Studios dazu gebracht haben, die Spiele so kompatibel wie möglich zu machen, dass wirklich sehr, sehr viele Spiele auch unter SteamOS und damit, also unter Linux und SteamOS laufen. Das ist halt noch mehr der Hammer. Weil ich Ja. kann nämlich, ich habe nämlich schon einmal geschaut, also ich kann wirklich einen großen Teil meiner Spielebibliothek, könnt ihr da zocken. Meiner Das kannst du ja. Steam-Spielebibliothek zumindest, ja. Ja gut, man muss auch sagen, SteamOS hat sich auch entwickelt. Es hat sich wahrscheinlich auch an Windows angepasst, das würde ich jetzt auch nicht abstreiten. Ja. Also, dass das nicht so extrem aufwendig ist, dafür was zu erstellen. Naja, wenn du jetzt eine reine Windows-Anwendung hast, muss für SteamOS doch noch ein bisschen eine Frickelei übernommen werden, dass Okay. es läuft. Also so ist es ja nicht. Also du simulierst ja quasi, du gaukelst dem Spiel ja vor, dass es, oder manchen Spielen gaukelst, die nicht nativ laufen, gaukelst du ja vor, es würde ja auf einem Windows laufen. Und Ah, okay. dadurch sind, das machen sie ja teilweise mit Wine, also mit dem Ja. Kompatibilitätslayer. Und dadurch hast du halt Performance-Verluste und das ist halt auch noch recht, es ist halt immer noch fehlerbehaftet. Aber wie gesagt, Okay. viele Spiele laufen gut. Es gibt ja eigene Seiten und ich glaube Steam listet sie auch, welche Spiele wie gut optimiert sind und was man sich erwarten kann, wie gut sie laufen. Ja, also ich find's ziemlich cool, ja. Aber wie Ja. gesagt, 500, 560,
570 Euro ist halt jetzt auch kein Schlapf. Also. Nein, ist es nicht. Also, das muss ich auch sagen. Und sagen wir so, mein Gaming-Investment-Budget für heuer ist erschöpft, dadurch, dass ich seit heuer ein Gaming-PC wieder habe. Also von dem her. Ja. Der in sich ja auch die neuen Komponenten, also jetzt spreche ich nur von den neuen Komponenten, Gehäuse, Netzteil und so weiter. Gehäuse und Netzteil habe ich ja gehabt. Aber die neuen Komponenten, auch sowas bei 700 Euro waren. Und da Gaming für mich also nebenbei Hobby ist, jetzt nochmal 570 Euro für Steam Deck, damit ich dann unter Umständen im Bett zocken kann, weiß ich nicht. Das ist halt das, ich sag, wenn du viel Zug forsch oder sowas findest, dann würde ich mir eher sowas Genau, holen. genau, genau. Weil es ist dann ja nachher nicht nur eine Gaming-Konsole, du kannst sie genauso als Mediengerät verwenden, du kannst ja einen Film schauen darauf, du kannst da Das alles ist draufhauen, richtig, was du richtig. willst. Wenn nicht sogar, dass sowas wie Netflix und so weiter drauf läuft im Browser, was ich meine. Okay, aber Hat Netflix das Ding am brauchst du Browser? ja eine Internetverbindung. Nein, Netflix kannst du ja, da, ja, aber ich weiß nicht, kannst du Netflix im Browser downloaden? Keine Ahnung, Steam Deck. Gute Frage, kann ich nicht beantworten. How to get Netflix run on your Steam Deck? Ja, es gibt zumindest ein paar Anleitungen. Offiziell oder beziehungsweise nativ dürfte es da kein Client geben, aber ja. Aber cool, ja. Cool. Gaming wie auf der Konsole. Ja, ich finde das cool, ja. Nicht schlecht. Gut, dann haben wir das auch gefrühstückt. Nun gut, dann mache ich geschwind noch eine Kapitelmarke. Und was hat sich dann ausgetindert? Ha, es hat sich ausgetindert. Dating-Plattformen werden zunehmend uninteressant für junge Menschen. Das überrascht mich jetzt. Mich schon. Nein, mich ehrlich gesagt Warum? Nicht. Die Dinger sind ja scheiße. Die seien die nicht mittlerweile leider reine Abzocke, wo es darum geht, dir Geld aus der Tasche zu ziehen? Das weiß ich nicht, wie das jetzt mittlerweile Also ich, ist. Ich glaube, Keine das ist Ahnung. ja mittlerweile so drauf aufgebaut, dass die alle so sein, dass sie ja viel Geld dir aus der Achso, Tasche das ziehen. kann schon sein, das kann schon sein, dass du deine Matches erst dann siehst, wenn du Geld zahlst oder und solche Sachen. Ja, und Oder das. dass du andere Menschen nur siehst, wenn du Geld Ja. zahlst. Ja. Und vor allem, ich glaube, dann drucken sie da Werbung rein und das andere dann auch Ah, noch. okay. Ja, gut, das weiß nicht, was Und man dann, das. dann sage ich, bin ich nicht überrascht. Ja, aber da geht es eher da, ja. Aber bitte, du würdest wahrscheinlich noch einen anderen Ja, Grund naja, nehmen. nein, einen anderen Grund weiß ich nicht. Es geht doch auch darum, dass die Menschen das weniger nutzen, sich mehr wieder so treffen. Ja, das haben wir gedacht. Treffen in der Natur und nicht in irgendeinem Chatroom, irgendeinem schäbigen. Na, und dass generell ja. Sich das Dating-Verhalten in den USA, also bevor kommen sie Studentinnen und Studenten, 978 College-Studenten im Oktober, also da haben sie eben eine Studie draus gemacht, dass generell sich manche Sachen geändert haben. Die Hälfte der Befragten sind in einer, also über die Hälfte ist in einer Beziehung, also 55% sind in einer laufenden Beziehung. Das ist, also haben sie, ist steht da näher drin, das ist ein sehr hoher Wert, den es sonst in dem Altersbereich so nicht gegeben hat früher. Also die Leute binden sich eher wieder mehr. Tinder hat sich ja eher dahingehend entwickelt, dass man einfach vielleicht für einen schnellen Ficker mal irgendein Match sucht und dann trifft man sich einmal One-Night-Stand und fertig. Und die Studie sagt eher das Gegenteil, dass viele Menschen einfach schon in einer laufenden, festen Beziehung sind. Und dass
so über die Hälfte oder knapp die Hälfte des Hooked Up. Was heißt Hooked Up nochmal? Was ist da das genau? Ah, scheiße, ich hab's heute noch gelesen, jetzt nur wieder. Sensenmann. Genau, genau, so war das. Dass knapp die Hälfte bei dem Dings gar nicht mitmachen, so wie einmal ausgehen, Geschlechtsverkehr und nie wieder sehen, Ja. dass das den Großteil einfach nicht mehr interessiert. Oder ein Großteil, die Hälfte zumindest. Und dass da eben die meisten keine Dating-Apps mehr nutzen und Tinder nur so bei 12%, Hinge, Bumble, Grindr und coole App ist Coffee Meets Bagel, finde den coolen Namen, dass die so eben kaum noch genutzt werden. Und was auch interessant ist und wo war denn das jetzt? Dass für viele Menschen mittlerweile der wichtigere Fa Aussehen nicht mehr so ein wichtiger Faktor ist. Also es wird jetzt an hypothetischen Single Clemens in die Karten spielen. Aussehen ist nicht mehr so wichtig, sondern Einstellung, da hast du es Beliefs genannt, im Paper gehst du, in der genauen Auswertung ist noch näher drauf ein. Da ist jetzt nicht nur nicht der Glaube, sondern die Einstellung, die Arbeits- und Work-Life, die Einstellung, So, ich muss, ja. dass das mehr unter Humor, was bei mir nachher das Ass im Ärmel ist, dass das wichtiger ist wie das Aussehen. Das ist total schlecht für mich. Ich habe nur das Aussehen gehabt, alles andere ist bei mir für den Arsch. Jetzt kann ich es lassen. Jetzt kann ich es Ja, sein lassen. ich sage, mir würde es in die Karten spielen, weil Für Aussehen mich ist jetzt vorbei. unwichtig, für die ist es halt scheiße, weil Ja, Charakter habe ich keinen, Charakter hast du Humor habe keinen, ich keinen. Humor Ja, hast du ich bleibe keinen, mein Look. eine wirkliche Arbeitsmoral oder Lebenseinstellung hast du jetzt auch Na, nicht. habe ich auch nicht. Du Ich hast habe nur leider dein meinen Look. Aussehen. Ja, Ja, eben. jetzt kann ich es lassen. Eben. Okay, gut. Also, gut. Aber habe interessant gefunden, die Studie. Jetzt weiß ich nicht, bedeutet das, dass die amerikanische Jugend konservativer wird? Ja, das kann ich Ich generell sagen. glaube, Dieser das wird Konservativ. das, dass das alles ein bisschen einspielt, ja. Ja, dieser konservative Backlash, den siehst du ja eh überall mittlerweile. Wobei, zumindest da in der Region würde das wäre mir das noch nicht so aufgefallen. Bei uns. Wo, in welcher Bei uns Region? da, Osttirol, Ja, Oberbayern. das war schon immer stinkkonservativ. Na, aber, ja, keine Ahnung, was ist nun? Ja gut, sagen wir jetzt so, unter Kärnten war wahrscheinlich nie richtig progressiv. Ja, gut. Das ist eine andere Geschichte. Na, aber was zum Beispiel witzig ist, was mir da in Wien viel mehr auffällt, dass es Autoprofile viel wichtiger geworden ist. Ja, das ist etwas, was ich gar nicht Bei verstehe. vor allem bei jüngeren Leuten, wo ich mir denke, das ist, ich verstehe es eigentlich gar nicht, weil in Wien ist das Auto so sinnlos. Aber ja, ist halt so. Gut. Ja, so viel dazu. Ja, und das ist so das Nächste, was ich jetzt habe. Das kann sein, dass wir das schon mal in einer Sendung gehabt haben. Und ich weiß es einfach nicht mehr. Haben wir diese Übersetzungs-KI gehabt, wo du einfach von dir einen Avatar erstellen kannst? Ich glaube, das haben wir gehabt, Na, oder? glaube ich nicht. Was denn nicht? Okay. Ah, MP PhD, okay. Ja, diese App heißt HeyGen Official, also oder HeyGen. Und zwar, was du da machen kannst, ist, du kannst von dir so einen Art Avatar erstellen und den dann in jeder Sprache sprechen lassen und der passt dann dein Gesichtsausdruck und dein Mimik und Gestik und da dein Mund dazu ziemlich perfekt an. Das heißt, du sprichst dann auf einmal fließend Spanisch. Cool. Das will ich haben.
Du kannst das auch haben, das ist ja nicht das Problem, das gibt's ja. Ah, okay. Was kostet das? Das kommt drauf an, was du haben willst. Also, ein Avatar mit 15 Credits pro Monat, das sind so 5 Minuten Video, sind 24 Euro. Und der Custom Voice Clone ist 99 Euro einmal pro Jahr. Okay. Und wenn du einen kompletten Studio-Avatar haben willst, der ist ein Tausender. Cool. Ja, also es gibt's. Hey Chen. Ja. Pricing. Okay, ja, gut. Was heißt Credits pro Month? Ah, Credit. All Credit ist eine Minute Video. Ja. Das heißt, du zahlst 24 Euro im Monat für 15 Minuten. Ja. Boah, fuck. Okay. Gut, das Freeway zumindest nochmal probieren. Das kann ich machen, Eine ja. Minute. Gut, cool. Dann eine andere Kleinigkeit habe ich bei GameStar gefunden. Das Spiel heißt, ist ein Indie-Game, heißt Yuuzhan. Und das ist eigentlich ein Kletterspiel, wo über die Gegend die Story erzählt wird. Das schaut echt cool aus. Ich habe es aber selber noch nicht gespielt. Und was soll es da genau gehen? Es ist so, der Menschheit ist ins Wasser ausgegangen und du bist auf der Suche. Du musst jetzt quasi ganz nach oben auf den Gipfel, weil da soll es angeblich Wasser geben. Und so wird halt die Story erzählt. Und du musst halt nebenbei klettern, du hast Ausdauer, auf die du achten musst, du hast gleich gewisse Haken, die du setzen kannst, um sozusagen zwischenzuspeichern. Und musst auch Pausen einlegen. Also, ich würde es einmal anschauen, das Video. Es hat ziemlich cool gewirkt auf den ersten Ja. Blick. New Sand. Also es wird da nichts geredet oder sonst was da drin. Es wird so alles mehr übers Welterkunden, wird die Story erzählt. Ein exploratives Spiel. Ja, sagen wir es so. Nachher kann ich gleich noch was anderes. Dann bringe ich auch gleich nochmal was ein. Hau Weil ich rein. es gerade da oben sick Invincible. Weil ich es gerade da sick eben auch im Browser, weil es. Das ist nämlich ein Spiel, das mich möglicherweise ein bisschen reizen würde. Der Invincible. Basierend auf einem Roman von Stanislaw Lem. Und kennst du Firewatch? Hast du das einmal gespielt? Firewatch ist ein Ja. traumhaftes Spiel. Das ist wirklich ein Highlight. Vom Gameplay her soll es sehr ähnlich sein. Dann muss ich es mal auf die Ja. Liste setzen. Also du hast auch da quasi dein Charakter, den du spielst, du bist mit jemandem in einer Station über Funk verbunden und der gibt dir halt Anweisungen oder sagt, da geh da hin. Und da ist auch durchs Bewegen in der Landschaft, durch das explorative Rumrennen, Rumsteigen und Rätsel lösen, wird die Geschichte weitererzählt und weitergetragen. Und das spielt halt so in einer nahen Zukunft, so eher du landest auf einem oder bist auf einem fremden Planeten, wachst auf, hast kein Gedächtnis mehr und deine Kollegen sind nicht mehr da. Und bist nachher nur noch mit jemandem in einer Station im Orbit in Kontakt und ja, und die Geschichte erzählt sich nachher so weiter. Und das habe ich bei mir auch schon auf die Wunschliste drauf gehabt. Das ist momentan bei Steam für 29 Euro, 29,90 oder sowas zu haben. Und bin auch beim Überlegen, jetzt wo ich bei Assassin's Creed durch bin, ob das nicht vielleicht das nächste wäre, was ich mal anschauen würde. Und dadurch, mir haben sie ja eher gecatcht, erstens mit Stanislaw Lem, weil ich halt finde, dass seine Romane ziemlich geil sind. Und zweitens, dass es auch
manche Rezensenten ein bisschen an Firewatch erinnert. Und Firewatch war ein cooles Spiel, ja. Firewatch ist ein sehr Ja. cooles Spiel. Genau. Gut. Und dann haben wir noch ein Thema. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so überraschend. Und Hast du noch zwar, eins? ich habe noch Wo? eins, ja. Die Bewerbungs-KI da. Eine Bewerbungen KI. Bewerbungs-KI, okay. Ja. Entschuldigung, die habe ich übersehen. das passt schon. Man, das überrascht mich jetzt nicht, das ist es in dem Fall. Ein US-amerikanischer Programmierer hat sich einfach mittels ein KI-Tool, was erstellt, dass es so ungefähr 5000 Bewerbungen ausgeschickt hat. Und das Witzige war, er hat nur 20 Antworten gekriegt, also 20 haben in einem Vorstellungsgespräch gemündet. Dass man ungefähr sich einmal vorstellen kann, wie so HR-Departments funktionieren, weil die sortieren, das wird ja teilweise ja automatisch Ja. aussortiert. Man, ich muss auch sehen, immer wieder HR-Abteilungen sind so ziemlich das Sinnloseste, was in einer Firma jemals erfunden worden sein. Kommt drauf an, ob es gut gemacht ist oder nicht gut gemacht ist. Es ist meistens Das nicht ist gut gemacht. Das, das ist ja oft das Problem. weil ich finde das immer, eigentlich ist das teilweise, ich finde das ein verachtendes Verhalten, was da manche Firmen an den Ja. Tag legen. Also, und dann wundern sie sich, dass da keiner mehr arbeiten Ganz will. komisch, gell? Ja, das ist so komisch, wenn Eine Bewerbung wir. hinschicken auf eine Stelle, die perfekt zu dir passen würde und keine Antwort kriegen. Ja, oder Oder eine komische komische Antwort oder gar Antwort, keine ja. Antwort. Es ist vor allem mal das, wo ich mir denke, ja, puh, du, vielleicht kann man ja mal überlegen, dass sich ein Mensch entwickeln könnte in einer Ja. Stelle. Aber na, das geht bei HR-Abteilungen Also, nicht. Da muss ich habe da von einem großen Osttiroler Kühlschrankproduzenten, nennen wir es einmal so, ja. einen großen Osttiroler Kühlschrankbote. Ich habe keine Ahnung, wenn du meinst. Also wirklich keine. Das ist für mich etwas, was ich nicht war. Ich habe nicht einmal gewusst, dass Lienz einen Ja, eben, Kühlschrankproduzenten aber hat. jetzt war es. Also, das sind nicht Ah, so okay. bekannt. Das ist ja nur einer von vielen. Und da habe ich eben. Der heißt, lass mich raten, der heißt Hass. Hassfrau. Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, ah, okay, wieder nicht. Jetzt ja, mir ist was Ja, piepst. nein, gepiepst, gepiepst. Da, Ja, wir na, das piepsen kann man nicht, wir lassen. piepsen nicht. Ja. Nein, da habe ich zwei Bewerbungen gehabt. Ist schon jetzt viele, viele Jahre her. Also war noch vor meinem jetzigen Job, Vorm Personalmangel, meinst du? vor meinem jetzigen Job Ja, und vom und vom Personalmangel. Personalmangel. Und da habe ich zwei Bewerbungen gehabt. Einmal für die, und zwischen den Bewerbungen sind ein oder zwei Jahre gelegen. Einmal habe ich eine Bewerbung gehabt für die Verwaltung, also einen Job in der Verwaltung, für einen ziemlich damals interessanten Job in der Logistikdisposition. Und das war da war ich zuerst mit einer Dame von der HR in Kontakt und zum Gespräch, gleich mal nachdem ich die Bewerbung geschickt habe, zum Gespräch geladen worden. Da war noch ein Agleiter Abteilungsleiter dabei und das war ein äußerst angenehmes, interessantes Gespräch. Da habe ich echt sagen müssen, das war so interessant und sie haben dann nachher nicht nur gesagt, was da in dem Job passiert, sondern auch, dass das jetzt wirklich nur der Einstieg ist, dass du extrem viele Entwicklungsmöglichkeiten hast, auch in der Abteilung aufzusteigen, also vom Junior zum ins höhere Level, Senior und so weiter und so fort. Also war echt interessant. Habe ich aber damals, ich weiß jetzt nicht, ich habe da aber nachher, na wohl, stimmt, und bei dem Job habe ich nachher 2, 3 Tage später aber auch einen Anruf gekriegt, dass er die jetzt die Stelle intern noch besetzt haben, weil sich da kurzfristig was ergeben hätten, sonst wäre ich in der Auswahl gewesen. War okay, hat gepasst, kann wahr sein oder nicht, aber es war zumindest angenehm. Dann habe ich eine Bewerbung
Da war ich vielleicht ein bisschen verzweifelt. Da bei der alten Firma hat es mich so angekotzt, dass man gedacht habe, ich muss jetzt unbedingt weg und will was anderes machen. Und dann habe ich mich auch direkt für die Produktion beworben. Halt nicht direkt Bandelarbeit, aber halt Ja. Produktionsschicht. Und da hast du den Unterschied gemerkt zwischen du bist nur einer von vielen und wir haben sowieso eine extrem große Fluktuation in der Schicht zu, du bist in der Verwaltung, du sollst ein Teil des Teams werden. Weil die Bewerbung da für die Produktion, das war eine Frechheit sondergleichen, extrem herabfällig, also nicht von oben herab, es war eine andere Ja. Dame, eine ältere Dame, von oben aber. Und sehr unangenehm, dass ich gesagt habe, nein, dass ich nachher gesagt habe, das interessiert mich. Ich habe mich nachher nicht mehr gemeldet. Ich habe gesagt, nee, wohl, ich hab gesagt, nein, das interessiert mich nicht. Punkt. Ja, ich glaube, das ist mittlerweile geht das auch nicht mehr, weil sie da ja auch keine Leute mehr Ja, finden. eh. Das war es nicht, wie gesagt, das war jetzt noch lang vor Ja, ja, Corona ja. und. Ja, das ist aber generell, ich meine, was das halt ganz schön zeigt, ich meine, wenn du 5000 Bewerbungen ausschickst und 20 laden die zu einem Vorstellungsgespräch ein. Ich meine, ganz ehrlich, wenn der ausgebildeter Programmierer ist, also das ist für mich, ja, okay, da musst du einfach mal, da musst du ja auf den Kopf Ja, greifen. es kommt drauf an. Hat er jetzt einen Java-Hintergrund und ist Backend Java und PostgreSQL-Entwickler und hat sich da versehentlich mit seiner KI für Stellen beworben, was er jetzt Das Angular ist, ich meine, natürlich. Frontend-Entwickler oder Python-Entwickler oder Rust-Entwickler suchen, Ja. App-Entwickler für Aber iOS. trotzdem, es ist normal, denke ich mal, ja, bei 5000 Bewerbern, dass da Leute 20 Na gut, hinterkämen. eine Antwort sollte man trotzdem kriegen, auch von den Ja, also, 4.980 anderen. ja. Und vor allem, aber 20 ist schon recht wenig zum Vorstellungsgespräch. Also, ich sage jetzt nichts. Wenn das 200, 300, 500 wären, ja, okay. Also 500 wären 10, wäre Quote von Ja, 10%. okay, ja. Aber da reden wir ja jetzt an, so, da ich so gut im Kopf rechnen bin. Das ist eine Quote von 0,4%. Wo sagen Du wir, bist echt ja, schlecht im okay, Kopf das rechnen. hätte ich das im Kopf Ja. hingebracht. Sicher. Ja, klar. 20 durch 5000 mal 100. Mal 100 schaffst du noch, aber. Okay, ja, passt schon. Also, Schluss habe ich keinen aufschreiben müssen. Das kriege ich nur ohne Schlussrechnung. Nein, ich hätte ja anders gerechnet. Ich hätte 5.000 durch 20 gerechnet. Gut. Und hätte noch gesagt, deine Chance, dass du eine Antwort kriegst, ist 1 zu 250. Ja, das hätte er schon machen können, ja. Wenn du richtig Was hast denn gerechnet du? hast. Hast du jetzt gerade eine Geste verwendet? Na, gar nichts. Warum? Weil es bei dir gerade so getan hat auf dem MacBook. Na, das war wahrscheinlich war der Kopfbewegung. Na, du, hinter dir war gerade eine Sprechblase mit einem Daumen hoch. Was? Ja. Echt? Das Okay, ist ich habe das eigentlich nicht. macOS Reactions, was du dazuschalten kannst bei FaceTime. Aha, Du, halt okay. da mal den Daumen so nach oben. Na, jetzt macht er nichts, okay. Sag mal, okay. Okay. Ah, jetzt okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da der Trigger ist dafür. Das war ein Ja. Unfall, also. Ja, aber das ist halt schon, das ist, finde ich halt Ja, das brutal. stimmt. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit. Nennt sich die verschwundenen Sterne. Man hat jetzt Forscher haben jetzt eine Aufnahme von 1952 analysiert und wo es darum geht, dass auf einer Aufnahme ein Nachthimmel, der Nachthimmel fotografiert worden ist, wo und man sieht da drei Sterne. Das ist der Klotzhaufen da. Drei seine Ja, der drei seine Klotzhaufen. Würstel. Und eine Stunde später waren die weg.
Okay. Und dass auch 3 Sterne von einer Stunde auf die andere weg sind, ist doch eher unüblich und war Ja. bislang ein bisschen rätselhaft. Und jetzt haben sich da Forscher der Sache angenommen und versuchen jetzt ein paar Hypothesen aufzustellen, warum das so ist, und überprüfen die halt jetzt noch nach der Reihe. Und man geht davon aus, also es gibt 3 Hypothesen, dass es möglicherweise also dass es ein Neutronenstern war mit einem starken Magnetfeld, mit einem starken Ausbruch, und dadurch ist es heller geworden. Das ist normal, also starker Ausbruch, dass bei einem Neutronenstern sowas passiert. Wird aber jetzt nicht das erklären, dass es bei alle 3 passiert ist, weil dann wären es 3 Neutronensterne, wo das gleichzeitig passiert. Unwahrscheinlich. Nein, dass es ein schwarzes Loch war, was da vorbeigezogen ist, und dass es eigentlich nur ein Punkt war, also ein Stern, und das schwarze Loch hat halt zwecks Licht und Dings und Brechung das so aufgespalten, dass es 3 waren. Und eins, dass es noch Atomwaffentests waren und dass einfach nur radioaktiver Staub auf die Fotoplatten gefallen ist. Ja. Ja, das sind so die Hypothesen, was angehen. Und das mit den Atomwaffentests, das ist so das, was möglicherweise am wahrscheinlichsten ist. Okay, Ja. sehr gut. Aber Sehr ich finde gut. die Aufnahmen ziemlich cool. Also, vor allem, dass man sich jetzt nach 70 Jahren nochmal sowas anschaut. Ja. Ja, warum nicht? Warum Gut. nicht? Ja, dann haben wir es ja wieder, Ja, oder? dann machen wir den Deckel drauf. Dann machen wir den Deckel Ja. drauf. Na, das ist gut. Passt. Dann wünschen wir noch eine schöne Zeit. Was? Einen schönen Einen Forschungsbeginn. schönen Forschungsbeginn. Wir wünschen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und verbleiben mit freundlichen Grüßen. Ja, das hätte ChatGPT nicht besser schreiben können. Ich weiß. Du hast wahrscheinlich da ausgelesen. Nein, habe ich nicht. Also du hast Google Bard Nein, auch benutzt. nicht. Das ist jetzt aus Ui. tiefstem Herzen kommen. Oh, okay, sehr gut. Vorbildlich. Ja, dann bis dann.